Was beim letzten Mal geschah? Nicht eine Schlacht, sondern gleich zwei hintereinander mussten ausgefochten werden. Die kriegsgeplagten Ländereien rund um das Schlachtfeld und die noch mehr geplagten Männer wurden ein weiteres Mal auf die Probe gestellt, als ihr erneut in die Schlacht ziehen musstet, diesmal allerdings gegen eure eigentlich menschlichen Gefährten. Auch wenn sie einen anderen Gott folgten, so gab es auch hier wieder Grund für Blutvergießen. Diese Schlacht wurde jedoch dann entschieden zu euren Gunsten. Zumindest konntet ihr euch erfolgreich zurückziehen und die Flüchtlinge in Sicherheit bringen und die Verletzten ebenfalls versorgen. Es gab einen langen Rat, wie nun zu verfahren sei. Und nach vielen Diskussionen wurde beschlossen, dass Rohaya ihren Teil auf der Weltenbühne zu spielen hatte, während ihr den euren absolviert. Ihr seid es, die als Einzige in der Lage sind, mit dem Schlüssel und euch und euren gegebenen Artefakten wirklich Lael aufzuhalten. Und hierfür habt ihr euch entschieden, in den Norden zu reisen als erstes, um dort nicht nur ein weiteres Siegel, sondern vor allem auch vielleicht eine alte Bekannte oder vielmehr sogar Verwandte von Bothwar zu finden. Ihr habt euch vorbereitet und alles Notwendige für diese Reise gepackt. Man hat selbstverständlich im Mittelreich nicht die besten qualitativen Kältekleidungen, die man sonst vielleicht aus Torval oder gar den Grimfrosthöhen kennt, aber es ist trotzdem die beste Winterkleidung, die man finden konnte. Ebenso wie sogar ein mittlerweile auch mit Kreisen verzierter Schlitten, der zusammen mit Bothwar und Ulf mir dann auf die Kufen gestellt wurde. Bei euch sind Alreanrod und Mandariel, nicht allerdings Meridin. Es gab einen tränenreichen Abschied beim letzten Mal, als Nianfir sich von Meridin mit den Worten, dass er seine Geschichte erzählen soll und vor allem aber am Leben bleiben muss, dann verabschiedet hatte und sein Erbe antreten soll. Denn euch allen wurden Herzogtümer vermacht, allen zumindest, die Rohaya die Treue geschworen haben. Und Nianfir hat die Verwaltung seines noch zu betitelnden Landstrichs dann Meridin übertragen. Ihr seid also aufgebrochen, in dicke Kleidung gehüllt, und vor euch öffnete sich dann das Portal in den hohen Norden von Aventurien. Vor euch haben sich hohe Berge und Klippen mit einer steinigen Brandung abgezeichnet. Und der Schnee toste euch bereits in eure Gesichter. Selbstverständlich war ebenfalls auch Nianfirs Schwester Nimya mit dabei, die in der letzten Zeit sich sehr intensiv um die Verwundeten gekümmert hatte und dort offensichtlich eine sehr intensive und hilfsbringende Tätigkeit dort wahrgenommen hat, sodass sie kaum Zeit hatte für Gespräche mit euch, aber fortan wieder intensiver mit euch interagieren wird. Ihr seid durch das Portal getreten. So wie ihr dort steht, bitte ich euch, euch noch einmal direkt zu beschreiben, was ihr gerade an euch habt und vor allem, was ihr tragt. Wichtig ist dabei anzumerken, wie ihr eure Rüstung tragt, so ihr sie denn kombinieren wollt mit dicker Kleidung. Denn euch wurde in eurer Ausstattung tatsächlich sehr gute Winterkleidung vermacht, das heißt dicke Wollsachen und schützende Winterkleidung mit Mützen und Handschuhen. Mit anderen Worten, eure effektive Kältestufe ist hier aktuell um 3 reduziert, da man wusste, dass ihr wirklich in den hohen Norden müsst. Aber das Problem ist, dass entweder da drüber eure Rüstungen nicht mehr richtig passen oder da drunter das Metall potenziell nicht so ganz ideal als Isolationsmaterial dienen kann, sondern eher dann als wärmeleitend euch dann kalt auf der Haut liegen könnte. Folglich beschreibt euch bitte einmal, wie ihr jetzt gewandet seid.
Wir fangen heute mal mit Kalidor an, weil er so schön oben links ist. Ja, also Kalidor trägt ja sonst als Rüstung eine aus Schwarzstahl geschmiedete Rüstung der Chakagra, die ein bisschen angepasst wurde. Das ist ja eine Art Plattenrüstung. Ich hätte jetzt gedacht, dass er die über die Winterkleidung einfach an den Riemen weitergestellt hat, sodass die oben drüber liegt. Wahrscheinlich nicht mehr so perfekt sitzt, aber immer noch besser als nichts schützt. Und über der ganzen Kleidung trägt er weiter oder wieder so einen Kapuzenmantel, der gewachst ist außen, sodass man auch vor Wind und Nässe, wenn es denn nicht gerade schneit, geschützt ist. Es schneit gerade. Aber ja, das hatte ich ja bereits beschrieben. Trotzdem, den trägst du. Alles klar soweit. Zu der direkten Konsequenz daraus kommen wir dann im Verlauf des Spiels. Aber als nächstes kann sich Nianfia einmal direkt beschreiben. Gerade nicht da aus. Da guckt man einmal nicht auf Discord. Dann macht Thomas weiter, beziehungsweise Botra natürlich. Boto wird seine Kleid nein, seine Rüstung unter seiner Winterkleidung tragen. Also zusätzlich zu seiner normalen dann nochmal drüber. Sich mit Fellen und weiterem Ei umschützen. Man sieht wahrscheinlich noch so einen Rucksack unter den Fellen hervorlugen. Und halt noch so einen Hammer, der halt über den Fellen dann im Rücken befestigt ist. Und halt, ja, sein restliches Zeug noch. Botwa weiß aus eigener Erfahrung, dass es vor allem wichtig ist, die Haut, die irgendwo rausguckt, sei es auch nur das Gesicht, fettig zu halten und im Idealfall auch so wenig Haut wie möglich zu zeigen, weil der Wind auf Dauer in dieser Kälte einfach die Haut auch austrocknet und man die Kälte dann früher oder später gar nicht mehr merkt und dann Okay. direkt zu Erfrierungen es kommen kann. Ob du das dann mitteilst, ist dir dann IT überlassen. Ulf mir. Ulfmir trägt seine Rüstung auch unter der Winterkleidung. Und zwar hätte er sich einen dicken Fuhrmannsmantel drüber gezogen und eine Pelzweste und eine Pelzmütze. Und dadurch, dass sozusagen dieses Dicke nochmal da drauf ist, sieht er sehr kugelig aus. Also sieht jetzt sehr unproportional aus, als wäre er sozusagen angeschwollen insgesamt und es ist quasi kein Hals mehr wirklich vorhanden. Loja. Loja hat ihre Grimvarg-Rüstung, das ist eine Lederrüstung, die hat sie mal von Yennefer bekommen und die würde sie auch so tragen, wie sie sie immer trägt auf der Haut. Und ich denke, drüber würde sie sich auch drüber einen Mantel oder so Also wie gezogen gesagt, haben. Was ihr ist denn? kriegt theoretisch alle Winterkleidung in Form von Mütze, Handschuhen und dicken Wollsachen gestellt. Ihr habt jetzt Dann das nehme ich das. beschrieben, was ihr anhabt. Du hast als einzige Handschuhe und dicke Wollsachen auch auf Mütze an, auf Kopf und an Händen an. Haben die anderen ebenfalls auch noch Handschuhe angelegt? Also ich bin davon ausgegangen, das wäre Teil der dicken Winterkleidung. Dachte Ja, ich jetzt okay. eigentlich auch. Also Schal, Alright. Handschuhe, sowas. Hätte ich mir jetzt gewünscht bei der Beschreibung, aber setze ich jetzt einfach mal voraus. Alles klar. Gut. Ihr durchschreitet das Portal in sehr, sehr unförmigen Silhouetten. Euch empfängt nicht nur eine grimmige Kälte und ein beißender Wind, sondern sogleich auch gänzlich anderes Licht. Der merkwürdig starke Kontrast von dem blauen Himmel, der euch über dem Schlachtfeld noch bisher geschienen hat, zu dem grau- und schneeverhangenden Wolkendecken, die jetzt über euch prangen, könnte stärker nicht sein. Die Sichtverhältnisse sind so, dass man die Silhouetten der Berge und der Klippen doch noch ganz gut erahnen kann, aber trotzdem ist das Schneetreiben recht stark. Vielleicht 25 bis 30 Schritt ist die Sicht klar. Danach sieht man Schemen und Silhouetten. Der Wind zerrt an eurer Kleidung und es ist ein ziemlich starker
und vor allem frostiger Schnee, der sich sofort an euren Körperöffnungen, an den Kleidungsöffnungen ansammelt und immer wieder weggewischt werden muss. Für Botwar scheint das ein Hauch der Heimat zu sein. Du kennst dieses Klima nur zu Genüge. Hier angekommen, fühlt es sich ein bisschen so an, als wärst du in deine Kindheit zurückversetzt. Vielleicht aber auch zu dem, was du dereinst zurückgelassen hast. Und als ihr euren Schneeschlitten hinter euch durch das Portal zieht, verschließt sich das gleich wieder, als links und rechts Alreanrod und Mandariel ebenfalls mit dicken Mänteln und ihren Rüstungen darunter dieses Portal durchschreiten, auch mit Handschuhen und einem sehr, sehr ungewöhnlichen Anblick, denn beide tragen ihre Helme nicht mehr, sondern haben sich auf die Wollmützen eingelassen. Zusätzlich dazu scheinen sie sogleich, wie Kalidor bemerkt, einen Zauber zu wirken, der sie zumindest in einem gewissen Grad anscheinend vor den direkten Auswirkungen auf nackter Haut der Kälte schützt. Nimya scheint ausgesprochen überrascht, was diese Kälte angeht, blickt einmal dann zu Njanfir und zieht sich den dicken Wollschal, den sie sich zusätzlich organisiert hatte, noch einmal enger um den Hals. Ich hätte beim besten Willen nicht gedacht, dass es direkt so losgeht. Wo müssen wir eigentlich lang? Keine Ahnung. Ich dachte, du bist hier die Fachfrau im Thema Eis. Naja. Wie kommst du darauf? Hast du nicht am Anfang nur Eis gezaubert? Ja, schon. Es ist das eine, sowas zu zaubern, aber das andere, dem ausgesetzt zu sein. Es ist ja gerade auch nicht so wichtig. Also, hier im Norden haben wir keinen richtigen Gegner. Der Tag ist unser Gegner. Wir müssen einfach überleben. Ich hätte gedacht, die Nacht ist ja ein Problem, oder nicht? Da haben wir werden wir eine Lagerstätte schon finden. Na gut. Ja, Budvar, nach dir. Ich würde mich mal umgucken. Kann man irgendwas sehen oder sind wir einfach nur auf weißem Gebiet rausgekommen? Budvar sieht sich um. Du kannst einen Flusslauf im Süden ausfindig machen, der sich etwas tiefer im Gelände dort dann durch die zerklüftete Landschaft pflügt. Wo ihr euch gerade befindet, ist eine schneebedeckte Hochebene. Von den Berghängen ablands weht ein steifer Wind, der euch jetzt gerade ins Gesicht schlägt. Außerdem siehst du zu deiner Linken aus dem Portal kommend die besagten Steilklippen. Dir steht eine Probe auf Orientierung zu. Ich habe noch eine Schnee- und Eisgebiet, heißt es, glaube ich. Geländekunde. Da weiß ich jetzt tatsächlich, Oti, nicht, ob sowas die Orientierungsprobe theoretisch erleichtern würde. Ich würde aber einfach mal salopp sagen, ja, du kriegst eine Zweier-Erleichterung. Okay. Klugheit, Intuition. Ich würfel online. Noch eine Kurs 2. Dir fällt auf, dass diese langgestreckte Ebene mit dem steil ansteigenden Klippen und dem Bergrelief am Horizont dich auf jeden Fall an die nördlichen Enden der Grimfrostöde erinnert. Der Fluss, den du dort siehst, scheint wahrscheinlich dir der bekannte Nuran Yeti zu sein. Die Dörfer, die es dort in sehr, sehr verstreuter und sehr, sehr verstreutem Abstand voneinander gibt, weisen häufig nicht mehr als 20 oder 30 Einwohner auf. Allerdings weißt du, dass es hier im Norden mehrere Vulkane gibt, die dort in ihrem näheren Umkreis von Zeit zu Zeit durch heiße Quellen durchaus Vegetation ermöglichen. Aber um euch herum jetzt hier gerade ist eine eisige, schneeige Einöde. Lediglich am Meer scheint etwas Tang angespült zu sein. Das ist allerdings mehrere hundert Schritt entfernt und vor allem mit einer steilen Klippe, sodass man erst dann herabsteigen müsste. Darunter befindet sich ein Steinstrand, den man allerdings teilweise einsehen kann. Ha, Kalidor, du sagst, bis zur Nacht sollen wir es durchhalten? Ich glaube, bis dahin sind wir schon erfroren, hier ist weit und breit nichts. Tja,
Der Nuran Yeti, heißt der so, weil es in der Nähe möglicherweise Yetis gibt? Oder habe ich was von Yetis hier oben in der Gegend gehört? Du hast doch sogar schon mal gegen einen gekämpft, soweit ich weiß. Ja, aber das war weiter südlich, das war nicht ganz so weit nördlich. Also du weißt sogar, je nördlicher du kommst, desto häufiger werden die. Ja. Wir sollten den Fluss lang, aber haltet die Augen auf. Wenn irgendwas Weißes auf euch zuläuft oder so, dann ruft früh. Yetis sind relativ groß. Okay. Gut. Und ansonsten passt auf, dass möglichst wenig Haut entblößt ist. Ja, keine Sorge. Ich versuche die ganze Zeit schon, jede Stelle meines Körpers abzudecken. Wo langt denn den Fluss? Flussabwärts oder flussaufwärts? Ich gucke zu den Klippen, wo wahrscheinlich der Fluss in die Richtung führen würde. Flussabwärts wird schwer. Ich würde flussaufwärts sagen. Und passt auf, dass ihr euch nicht, dass ihr die anderen immer seht. Geht nicht zu weit weg. Das ist gefährlich hier im Blizzard. Okay. Also der Plan ist jetzt... Dann nehmen wir dir nach. Moment. Der Plan ist jetzt, wir bleiben zusammen. Du gehst vor und du sagst einfach, wo es lang geht, ja? Ja, und achtet auf den Karren. Dem kann man wahrscheinlich am besten noch folgen. Karren? Ja, den Schlitten. Den Schlitten. Ach so, ja, okay, klar. Und wir sollten vielleicht auch relativ schnell was finden. So ein Schneesturm ist schon sehr anstrengend. Mhm. Am besten alle die Augen offen halten. Mhm. Dann Butwa, ich meine, du kennst dich hier wahrscheinlich am besten aus. Ich mache mich auf den Weg, dann viel Glück. Ich würde mich auf den Weg machen. Otwa stapft euch als gewaltige Silhouette voll ran und ihr könnt auf jeden Fall seinen Umriss relativ klar ausfindig machen. Wie gesagt, 20 bis 30 Schritt kann man doch durchaus noch sehen. Danach aber verschwimmt es umso mehr. Wer zieht den Karren? Beziehungsweise den Schlitten? Würde Otwa auch machen. Okay, Otwa zieht direkt den Schlitten und zusammen mit dem Schlitten ist ja eine noch größere Silhouette, die man noch besser ausfindig machen kann. Ich denke mal, wir gehen alle direkt links und rechts. Ja. Und ich würde auch links und rechts im Schlitten. Oh. Sorry. Also. Ulfmir sieht sich um. Selten hast du so derart wenig in einer Landschaft gesehen, bis in so weite Fernen. Diese leblose Einöde ist karg an Leben, Fauna und Flora. Ihr anderen seht vor allem eine Art weißes Rauschen, das bereits nach wenigen Minuten schon fast einschläfernd meditativ wirkt. Zusammen mit dem beißenden Wind ist diese unwirtliche Gegend ein krasser Gegensatz zu dem grünen Mittelreich, in dem ihr euch bisher gefunden habt. Ihr setzt einen Fuß vor dem anderen und stellt fest, dass Botwar zwar eine deutliche Schneise durch den Schnee pflügt, trotzdem aber ihr immer wieder dann einsinkt und allein Botwars massiger Körper eine hüfttiefe Brache durch den Schnee zieht. Ihr selbst allerdings stellt fest, dass ihr, solange ihr hinter dem Schlitten herlauft, vergleichsweise gut vorankommt. Sobald ihr aber von dem Pfad abweicht, ist es für euch deutlich schwerer, auch nur einen einzigen Schritt zu tun, da man sich durch Schneeverwehungen, die teilweise sogar bis über eure Köpfe hinweg reichen, kämpfen müsste. Und ihr merkt den Zoll der Kälte. Der Schnee ist trocken, was immerhin bewirkt, dass eure Kleidung nicht durchnässt. Aber der Wind zerrt an eurer Kleidung. Und ihr merkt, dass ihr langsam aber sicher unterkühlt. Trotz eurer Kleidung. Es sei denn, ihr habt Kälteresistenz, dann habt ihr das nicht aktuell. Botwa findet es gut. Botwa geht's noch fein. Botwa unterkühlt nicht. Wir sollten sehr, sehr bald irgendwas finden. Ist kalt.
Ich glaube, es wird auch nicht viel wärmer hier werden, außer wir finden ein Lager. Aber wie sollen wir das denn? Wie weit ist es denn? Hotwa! Ja? Wie weit ist es denn? Keine Ahnung, hier war ich noch nie. Ich habe Geschichten über das gehört. Ich glaube, wir sind ganz im nördlichen Teil. Gibt es hier Dörfer oder so? Bloß abwärts ein paar. Ich denke, wir werden davor aber eher noch eine Höhle oder so finden. Geht auch noch, wir haben hier Feuerholz. Solange der Schneesturm aufhört. Dann lasst uns einfach uns beeilen. Los. Als es zu schlimm wird, können ja manche auf den Karren und die anderen schieben. Und dann wechselt man sich ab. Ich glaub, ihr dürft alle mal eine Probe auf Wildnisleben machen. Ich glaube, die Bewegung tut einmal mal ganz gut. Kurs 2. Kurs 3. Misserfolg. Ich habe das Talent zwar nicht, aber ich habe es geschafft. Ich habe auch Kurs 2. Hä? Oh, Leute. Also, in DSA 5 hat man ja die alle. Hat man ja alle Talente. Ich habe es halt auf 0. So, ja. Dann schaffst du es halt mit Kurs 1 entsprechend, ja. Okay. Was Ulf mir gesagt hat, ist nicht nur richtig, sondern überlebenswichtig. Das wissen alle, die diese Probe bestanden haben. Euch ist bewusst, dass je weniger ihr euch bewegt, umso schneller erfriert ihr. Und vor allem merkt ihr jetzt schon sehr schnell, dass die Hautpartien, die offen liegen, ganz egal wie klein sie sind, sich langsam aber sicher taub anfühlen. Ihr beginnt dort kein Gefühl mehr zu haben und wenn ihr euch anfangt, da zu berühren, dann spürt ihr, dass dort lediglich auf euren Fingern, in euren Handschuhen, ein leichter Gegendruck entsteht. Aber gerade die Nase, wenn ihr durch diese atmet, ist bereits vollkommen ohne Gefühl. Außer bei Botwa, dessen sehr breite Nase perfekt geeignet ist zum Voranwärmen von Atemluft und ihn deshalb in dieser kargen und kalten Umgebung einen natürlichen Vorteil verschafft. Ich würde versuchen, den Schal nochmal enger ums Gesicht zu ziehen. Mhm. Ich würde auch nur meine Augen so als Schlitze freilegen. Ich hätte mir das auch richtig maskenmäßig umgebunden. Jo. Und ich frage auch nicht viel. Also ich habe bisher nichts gesagt und das ist auch komplett so, würde sie es machen. Ich würde mich wahrscheinlich an jemandem festhalten, um ihn nicht zu verlieren. Also quasi so unterhaken. Und dann auf geht's. Eine Sache vielleicht noch. Wir hätten uns vielleicht auch die Beine hochgewickelt. Also das sozusagen, wenn man in Schnee tritt, dass es einen nicht sozusagen in die Knöchel reinkommt. Das ist klug. Ulf mir war so klug. Ihr habt gesehen, dass Ulf mir das gemacht hat. Ja, dann haben wir es doch auch gemacht, oder? Okay. Wie gut geht's euch denn da hinten? Es ist schon ziemlich kalt. Nehmt mal lieber den Weg. Was ist mit dem Weg? Lass lieber den Weg finden. Es gibt keinen großen Weg, wir müssen dem Fluss folgen. Der ist doch hier rechts. Der Fluss bahnt sich entlang einer doch recht steilen Kante dann gute 50 Schritt unter euch in einer Art Fjord seinen Weg. Er führt direkt auf das Gebirge zu, sodass ihr euch jetzt bergauf bewegt, allerdings entlang einer relativ flachen Steigung noch. Die Silhouetten der Berge sind noch in relativ weiter Ferne, auch wenn das Schätzen von Entfernungen unter diesen Bedingungen ausgesprochen schwer fällt. Das wäre es ja jetzt, den stärksten Feind zu überleben, um hier abzurutschen und in dem Fluss zu erfrieren. Das wäre ganz schön unspektakulär. Es wird doch nicht lange dauern. Botwa, du weißt, dass das, was du damals gesehen hattest,
jenes Zeichen, was dir offenbart wurde, jene Blume, um es noch konkreter zu machen und Missverständnissen vorzubeugen, ist genau typisch für solche Gebiete mit heißen Quellen. Und wonach du Ausschau hältst gerade als Ziel für so etwas, sind die aufsteigenden Dampfsäulen von Geysiren. Allerdings in diesem Schneesturm ist es schwer, so etwas ausfindig zu machen. Und du siehst auch, dass der Pfad euch noch eine ganze Strecke weiterführt, es womöglich aber windgeschützter wäre, wenn man versucht, an der Steilklippe, die zu dem Fluss führt, runter, dort etwas Deckung vor dem hier auf dieser Ebene peitschenden Sturm zu finden. Habe ich von anderen Möglichkeiten gehört, hier in diesem oberen Gebiet Deckung zu suchen? Oder ein Iglu bauen. Ein Iglu bauen. Okay. Das ist die literally beste Option, die man hätte, wenn man auf der offenen Fläche wäre. Also, soweit ich weiß, kann man aber ein Iglu ja nur bauen, wenn man auf Wasser ist, korrekt? Weil du halt Eis brauchst. Man braucht Eis. Oder du kannst theoretisch auch dir versuchen, aus verdichtetem Schnee eine nicht unbedingt schicke Konstruktion, aber zumindest Konstruktion zu bauen. Okay. Ich würde dann mit dem Ziehen aufhören, abruptartig, wahrscheinlich für die anderen. Also, ich denke, wir kriegen das, wir kommen nicht wirklich weiter jetzt. Entweder wir machen jetzt ein Iglu oder wir gehen da runter. Ich glaube, für ein Iglu brauchen wir zu lang. Was ist denn ein Iglu? Ein Schneehaus. Ich habe gehört, sowas bauen die Wesen manchmal. Ja, ist das verrückt? Es weht doch weg. Nicht, wenn es also, fest genug ist. Ich kann mir das jetzt auch schwer vorstellen. Lässt sich ja. Nimja vernehmen. Und Alreanrod würde währenddessen dann einmal nach vorne zu Botwa gehen und so ein bisschen gegen den Sturm dann relativ nah zu dir dann sprechen. Wonach genau halten wir hier Ausschau? Vielleicht wäre es sinnvoll, dass wir alle unsere Sinne darauf schärfen, was unser Ziel sein sollte. Ja, irgendwas, wo wir windgeschützt sind, irgendwas. Das reicht in erster Linie. Möglichst eine Höhle oder sowas. Lauf erstmal weiter. Je länger ich hier stehe, desto eher friere ich fest. Dann. Einer sollte sich mit einem Seil am Karren festmachen und wahrscheinlich dann ein bisschen hier gucken und dann im Notfall gehen wir weiter, während ich den Karren ziehe. Und was ist denn jetzt der Plan? Was? Wollen wir jetzt warten, bis der Sturm rum ist oder was? Hä? Hey. Alle eure Nasen sind schon absolut weiß, die ich gerade nicht sehen kann. Ihr werdet nur erfrieren hier. Ich auch. Ja, dann lass doch lieber wieder zurückgehen mit dem Schlüssel und warten, bis es hier der Sturm aufhört. Das wäre auch eine Möglichkeit. Geht er denn hier? Ja, keine Ahnung. Bisher ging es doch auch immer wieder zurück. Also müssen wir allerschlimmstenfalls die Strecke wieder zurück. Keine schlechte Idee. Oder wir gehen jetzt einfach. Es ist zwar scheiße kalt, aber das schaffen wir schon. Also wie gesagt, einer muss einfach nachgucken bei dem Fluss. Was muss man da gucken? Was sollen wir denn da nachgucken? Na, das fällt ja ein bisschen ab. Da ist ein bisschen windgeschützter. Vielleicht ist da eine Höhle oder so. Also, nur für Kontext. Wie lange sind wir denn jetzt unterwegs? Ungefähr 20 Minuten. Das macht doch keinen Sinn. Bevor wir nach da unten gehen, um eine Höhle zu suchen, gehen wir die 20 Minuten wieder zurück und gehen wieder ins Mittelreich. Oder besser, wir gehen in irgendeine Oase. Hört sich auch besser an. Dann wieder zurück. Wir sind jetzt wirklich tendenziell schon am Erfrieren. Ihr merkt, dass ihr aktuell auf jeden Fall schon sehr kalt seid.
aka ihr seid in einer Unterkühlungsstufe 1. Außer Boot war. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das hier viel wärmer wird. Du warst in der Höhle, oder was? Nein, zurück ins Mittelreich. Ich glaube nicht, dass das viel Sinn ergibt. Wie, nicht viel wärmer? Auf jeden Fall ist es da wärmer. Ja, aber hier wird es nicht wärmer. Ja, aber dann, also, dann können wir entweder warten, bis der Schneesturm rum ist, oder wir gehen irgendwo hin, wo wir Sachen kaufen können, die wärmetauglicher sind. Keine Ahnung, Torwall oder so. Was weiß ich denn zu den Schneestürmen hier weit, so weit oben? Also nochmal, um das zu betonen, es weht ein steifer Wind und euch peitscht Schnee ins Gesicht, aber es ist kein Blizzard. Ihr habt gerade einfach diesen ablandigen Wind von dem Gebirge, der euch entgegenweht, der sehr starker Wind ist einfach hier, weil es eine sehr flache und weite Fläche ist, wo halt der Wind durch nichts gebremst wird. Aber es ist per se kein richtiger Schneesturm. Es schneit, ja klar. Aber ein richtiger Schneesturm würde euch noch wesentlich härter zusetzen. Das, was ihr gerade merkt einfach, ist, dass der Wind effektiv dazu beiträgt, dass alles, was irgendwie rausguckt aus eurer Kleidung, und wenn ihr euch wirklich so kleine Schlitze macht, merkt ihr das extrem, wie es auch wirklich in den Augen schneidet, wenn ihr rausguckt, dass das alles anfängt, unnormal kalt zu werden. So kalt, wie ihr es noch nie in eurem Leben bisher gefühlt habt. Es sei denn, ihr wart irgendwie, nee, wart ihr nicht, okay. Aber wir können auch dann trotzdem weiter gucken als 20 Meter, oder? Hätte ich jetzt auch gedacht. Die Schneeverwehungen, die von dem Wind aufgewirbelt werden und vor allem halt auch, dass das überhaupt grundsätzlich schneit im dichten Schneetreiben, behindern die Sicht schon ziemlich arg. Okay, und wenn wir jetzt mal kurz auf die Temperatur gehen, sind wir, also möchtest du uns jetzt gerade sagen, es ist einfach scheiße kalt und es ist unangenehm, aber das ist halt die Situation, in der wir sind? Oder sagst du uns gerade im Endeffekt, wir sind, wenn wir so weitermachen, sterben wir? Also, jeder, der auf einem freien Schneefeld hier quasi an den literally mehr oder weniger Polkappen von Aventurien oben langläuft, wird früher oder später in einer starken Windsituation erfrieren. Was ihr braucht, ist irgendwie eine Möglichkeit, möglichst windgeschützt oder zumindest von Zeit zu Zeit euch aus dem Wind herauszubegeben zu können, um hier langfristig irgendwo hinzukommen. Ah, perfekt. Ich stelle mich hinter Bodwar. Gute Arbeit, großer Mann, wir können weiter. Das bedeutet ja für uns, es gibt nur das Flussbett. Oder halt das, der Fluss. In dieser Ebene gerade gibt es nur dieses Flussbett, ja. Gut, dann ist ja die Option. Oder halt, ihr macht Rast, bis der Wind weniger wird, aber Botwar weiß, dass der Wind potenziell hier vor allem in Küstennähe so bleibt. Nie sehr. Sehr schwach wird. Sehr schwach. Okay. Wenn es einem irgendwann zu schlimm wird, können wir runter. Dann ist der Wind nicht mehr so schlimm, aber besser wird es ja auch nicht mehr. Wir müssen einfach weitermachen und überleben. Das ist relativ simpel hier oben. Also, du bist gut. Hier oben erfrieren oder im Wasser erfrieren? Nee, nicht. Also. Nicht direkt unter Wasser. Es geht ja ein bisschen runter, dann ist der Wind nicht ganz so schlimm, wenn wir da eine Pause brauchen. Ja, dann weniger quatschen und mehr laufen, Bruder, wir vertrauen dir, geh einfach den besten Weg. Okay. Welchen Weg schlägt Bodwar ein? Weiter noch am Fluss entlang, aber nicht in dem Flussbett, weil, also, ich stelle mir das so vor, dass es da keine Möglichkeit gibt, den Schlitten da drin zu fahren, ohne dass der weiter runterrutscht. Es gibt ganz unten, gibt es so 2-3 Schritt Platz neben dem Fluss, auf jeden Fall. Mhm. Aber die Steilwand, den Schlitten runterzubringen, wäre schon eine größere Herausforderung. Wäre nicht unmöglich wahrscheinlich, wenn das sich da 2-3 Leute kombiniert anstrengen und einer den von unten vor allem immer gegenstützt. Die Steilwand an sich ist ungefähr so eine Steigung von 60 Grad an der steilsten Stelle auf jeden Fall, bis teilweise dann ab und zu immer so Abbruchkanten existieren. Diese Abbruchkanten sind vor allem gefroren. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass das nicht unrutschig ist, sondern es ist wahrscheinlich teilweise auch vereist einfach.
nach Möglichkeit wäre es vielleicht sogar einem gekonnten Schlittenfahrer, der mit genug Gegengewicht arbeiten kann, optional möglich, darunter zu rodeln. Aber dann wäre das Problem des Abbremsens vor dem Wasser. Ja, nee, wenn ihr nicht sagt, ihr braucht eine... Der Scheißkälte, ist das Wasser doch gefroren, oder? Fließendes Wasser da an der Stelle, es schwimmen ein paar Eisschollen, aber der Fluss fließt ziemlich schnell. Also der fließt tatsächlich ziemlich, ziemlich schnell. Oh, damn, okay. Ja. Wie breit ist denn ungefähr der Fluss? Der ist schätzungsweise ungefähr 30 Meter breit. Also ist schon kein ganz schmaler Fluss, aber ist auf jeden Fall auch kein, was auch immer... an welchen Flüssen auch immer die großen Städte Aventuriens liegen. Kein Ingwal. Kein großer Fluss, literally. Okay, da hätte ich drauf kommen können. Okay. Ja. Dann gehen wir so weiter. Boot verstapft weiter voran. Und zumindest Njanfir war klug genug, sich in den Windschatten von Boot zu stellen. Der ja, dann aber ab einer gewissen... Entschuldigung? Ja, der dann aber ab einer gewissen Abstand von Boot war, natürlich dann die Wind wieder zusammenweht und dann zumindest an den Seiten es sehr arg zieht. Ich bin sehr nahe an Boot war dran. Brauchst du was? Nein, aber hier ist windstill. Lauf einfach weiter. Also Windstill ist es nicht, aber es ist windgeschützter. Ich meine natürlich windgeschützter. Dann hilf mir ein bisschen beim Ziehen. Nanfir. Grüß doch. Nanfir. Was? Leck mal da das Rüstungsteil von Boot war. Was? Ist da nicht Stoff drüber? Ja. Nee, Boot trägt seine Rüstung da drüber. Nee, da drunter. Ach, da drunter. Ah, nee, never mind. Okay, dann geht das doch nicht. Okay. Dann könnte Ulf mir sagen, leck mal an meinem Rüstungsteil. Hättest du wohl gern. Bietet denn der Schlitten keinen Windschutz irgendwie? Der Schlitten ist relativ flach. Also der bietet bis vielleicht so Brusthöhe Windschutz. Also ist besser als gar keiner auf jeden Fall. Wenn man ihn aufstellen würde, den Schlitten, wäre ein idealer Windschutz. Also wenn man ihn so zur Seite... In welche Richtung weht eigentlich der Wind? Ablandig. Uns entgegen. Euch entgegen. Ah, verdammt. Sonst hätten wir uns jetzt einfach so ein kleines Schneeschiff bauen können. Yo. Ein Schneesegler. Ja. An die kann ich mich noch erinnern. Wollen wir nicht den Schlitten nutzen für den Hang? Und all unser Zeug verlieren und danach im Fluss landen? Außerdem sieht das ganz schön steil aus. Ja. Ulf, mir würde mal abwägen, ob er sich zutraut. Was ist denn dein Fahrzeuggelenkenwert? Ich glaube 12. If you feel lucky, though. Ulf, mir denkt sich auf jeden Fall, wenn er das optimal schafft, könnte er das hinkriegen. Das schaffe ich schon. Wenn einer hier denn einfach, wenn du einfach das Schild dann hier als Bremse benutzt. Warum? Was? Dann lass doch erst ein. Dann sollte eine Person runter und die nächste das einfach mitnehmen in der Hand. Wir haben doch sicher ein Seil, was lang genug ist. Das Schild hinten in Schnee. Also, das ist sozusagen wie so ein Flug. Ja, das ist ja eine Klippe, das ist ja kein. Was? Also es ist immer noch eine 60-Grad-Steigung so. Also es gibt halt diese Abbruchkante auf jeden Fall von Zeit zu Zeit. Man könnte die umfahren, die ganz steilen Passagen, um dann halt wirklich runter zu rudeln und vor allem auch im Idealfall parallel zum Fluss zum Stehen zu kommen. Also Ulfmir ist der Überzeugung, er kann das. Wir müssen halt auch nach den heißen Quellen suchen. Irgendwo hier in der Nähe müssen die schon sein. Hier sind heiße Quellen in der Nähe? Ja, hier sind teilweise Vulkane. Warum hast du das nicht vorher gesagt? Ja, eben. Warum sagst du es nicht vorher? Na los, heiße Quellen finden. Würde ich sagen, die sind hier in der Nähe oder wir brauchen sicherlich noch ein paar Tage, um da erstmal einigermaßen gut hinzukommen. Bevor der Spieler diese Info gibt, sagt Alreanrod dir, also
genau wegen sowas hatte ich gefragt, wonach wir eigentlich suchen. Ja. Okay. Aber durch den Schnee kann man ja sowieso nichts sehen. Jetzt, wo du das sagst, ja, das Schneegestöber ist ziemlich arg, aber an Vulkan hast du gesagt, ja? Ja, zu den Bergen. Ja, das ergibt Sinn. Auf jeden Fall ergibt das Sinn und heiße Quellen könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen, sagt Nymia. Und Botwa guckt so ein bisschen zu den Bergen und als Ortskundiger, wo du weißt, der du weißt, wie ungefähr Entfernungen hier zu schätzen sind und aufgrund deiner geglückten Orientierungsprobe würdest du sagen, dass ihr die Berge vielleicht so in 3-4 Stunden erreichen könntet, wenn ihr euer Tempo jetzt haltet. Dass, wenn ihr vielleicht in einem etwas flacheren Schnee vorankommen könntet, dass du nicht dich immer bei dir wahrscheinlich so knapp hüfttief durch den Schnee flügen müsstest, würde das wahrscheinlich besser und schneller gehen. Neben dem Fluss ist es da flacher? Da sammelt sich auf jeden Fall weniger Schnee, ja. Also ich traue mir es auf jeden Fall zu. Ich würde behaupten, ich wäre jetzt schon unten. Heil unten. Also, ja, ich glaube, du kannst dich ja auch puffen. Das geht mit dem Wagen hier nicht, mit dem Schlitten. Ja, ja, wir können ja bremsen mit der... Wie willst du den bremsen? Ja, einer sitzt drauf und hat hinten Butwas Schild, rammt er im Boden. In Schnee. Kannst du noch irgendein Brett nehmen, was du da reinrammst? Ja, das bricht doch nur. Wir haben doch noch nichts Passendes. Wir haben nichts Passendes. Das ist gut, dass wir nichts Passendes haben. Aber während des gesamten Gespräches laufen wir, richtig? Ja. Also wir gehen in eine Richtung. Okay. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass ihr stehen geblieben wärt, um da weitere Frostbeulen zu sammeln. Also das wäre ein bisschen... Perfekt. Ja, ja. Weißt du was? Es ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, dass du da runterfährst. Wir nehmen davor Zelte und Feuerholz raus. Und naja, bremsen musst du ja nicht, wenn du einfach weiterfährst. Wenn du schon da runterkommst, kannst du einfach dich ausrollen lassen. Das weiß ich ja nicht, ob ich mich ausrollen lassen kann. Aber wehe, du fährst den Schlitten in den Fluss. Nein, ich brauche einen zweiten, der hinten drauf sitzt und bremsen kann. Dadurch machst du es nur noch, noch schlimmer. Dann wird es auch noch schneller. Gewicht. Dann 4, komm, trau dich. Ich bin gerade ganz zufrieden hier bei Bodwa. So warm war mir die ganze Zeit noch nicht. Also sag nochmal, was genau ist dein Plan? Fragt Nymia. Ja, hier runter zu rodeln. Und einer hat hinten Bodwas Schild und bremst damit im Schnee. Ich bin dagegen, dass das Schild dafür verwendet wird. Das Schild ist aber das Beste. Ich dachte, das Schild kann gar nicht brechen. Ja, darum geht's nicht. Es geht darum, dass ihr dann runterfällt und es in den Fluss fällt und wir es nie wiederbekommen. Quatsch. Wenn es da reinfällt, dann hol ich es wieder raus. Aber ich dachte, Ulfmir hat auch ein Schild. Stimmt. Du hast auch ein Schild. Jetzt habe ich das sogar selbst gemacht. Arm hoch. Und macht den Fuhrmannsmantel weg. Und man sieht, dass das Schild halt nur den Unterarm bedeckt. So ein Buckler. Mhm. Und. Sehr witzig. Das ist... Ja, ohne Bremse fahre ich da nicht runter. Dann müssen wir halt laufen. Yep. Okay. Ihr lauft weiter währenddessen. Eine kurze, stoische Stille überkommt die Gruppe, als alle weiter einfach schweigend durch den Schnee hinter Botwa herstapfen und ihr alle eine weitere Stufe Unterkühlung erhaltet. Ich bin mir ziemlich sicher, ich würde gerne ausreden, bevor wir eine Stufe Unterkühlung bekommen. Bitte was? Ich würde gerne ausreden. Ah, okay, mir war nicht bewusst, dass du noch weiter diskutieren wolltest, tut mir leid. Ja. Botwa, ich meine, du ziehst doch jetzt gerade an einem Seil den Schlitten. Könnten wir nicht einfach am Seil anpacken und den Schlitten runterlassen langsam?
Ich meine, wir können ja die Steigen einfach runterlaufen. Ja, an sich wird das gehen. Ist keine schlechte Idee. Wie jetzt? Na dann. Da müssen. Ja. Wie jetzt? Naja, anstatt dass wir den Schlitten herunterfahren, lassen wir ihn einfach an dem Seil langsam runtergleiten. Wir gehen quasi mit. Euer Plan hat lediglich den einen Haken, als ihr seht, dass das Seil an dem Boot verzielt, zieht, ungefähr 3 Schritt lang ist. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob jemand von euch ein längeres Seil dabei hat. Nee, 31 ich Meter. Nicht. Vielleicht 10 Meter werden wir vielleicht dabei haben. Es ist halt so ein Schlittenziehseil. Das ist halt jetzt keine 100 Meter lang. Ne? Also es ist halt... Aber wir könnten es ja in 2 Truppen machen. Einer greift direkt am Ende des Seils und der andere oben. Und die oben gehen langsam runter und die anderen bleiben nur stehen, halten es fest, bis der Rest bei ihnen ist. Ich habe noch ein längeres Seil dabei. Reichen nicht 3 Meter? Hätte ich auch gedacht, aber ich habe auch noch ein längeres dabei. Das können wir jetzt zusätzlich festmachen. Wie tief ist das denn eigentlich nach unten? Wie gesagt, also die Steigung geht halt schon ein gutes Stück so. Das sind so bestimmt 30 bis 40 Meter, je nachdem, wo man den Abstieg wagt. Ist da nicht der Wind sogar noch schlimmer? Da der Fluss relativ stark meandriert, nicht so sehr, weil der da mehr gebrochen wird. Okay, weiß jetzt nicht. Ja, okay. Nein, also deine Wildniskenntnis sagt dir, nein, der Wind ist da nicht schlimmer. Ich habe keine Ahnung, ob das real jetzt stimmt oder nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Okay. Also wir wollen zu dem Fluss, weil bei dem Fluss ist es theoretisch weniger windig. Und nicht nur weniger windig, der Schnee ist auch flacher da, weil sich weniger Schnee gesammelt hat dort und vor allem in Ufernähe man da schneller vorankommen könnte. Das heißt, wir sind gerade sozusagen auf der Spitze einer Düne oder auf dem Kamm einer Düne. Exactly. Und sind da okay. Ja, dann lass doch einfach genau das machen. Wir packen alle dieses 3-Meter-Seil an, Bruder stellt sich vorne hin, hält es wie Hodor, gräbt die Füße in den Boden und versucht es dann abzubremsen, so gut es geht. Und alle, die dahinter sind, auch. Beziehungsweise, da es ja ein Wagen ist, können wir ja verschiedene Teile des Wagens greifen und damit auch bremsen. Teilweise ist es halt nur ein richtiger Abhang, also wo es mehr als 60 Grad sind. Du guckst nochmal runter und du siehst... Meintest du das nicht gerade? Also es ist halt eine ziemlich... Also es ist halt grundsätzlich immer eine 60-Grad-Steigung und da liegt überall Schnee und es gibt immer mal wieder so Abbruchkanten, wo halt der Schnee offensichtlich an so ein paar Stellen einfach wie so eine Stufe hat, wo offenbar sich das irgendwo weggerutscht ist und ihr feststellt, dass da, okay, da drunter ist offensichtlich kein fester Boden gewesen und da ist der ein bisschen in die Tiefe gerutscht. Und da sind dann immer für so 2 Schritt Gefälle dann vielleicht so 80 bis 90 Grad Steigung. Aber die kann man theoretisch umfahren. Also das geht. Es sind nur vereinzelte Passagen. Okay, ist irgendjemand dagegen, dass wir jetzt versuchen, das Abgebremste irgendwie runter zu befördern? Hat also irgendjemand einen besseren Vorschlag? Ja. Ich könnte ja die ganze Zeit bremsen. Jetzt nicht mit dem Stil, sondern mit meinen Füßen. Ja, genau. Na, das ist der Plan, dass wir alle permanent bremsen. Ja, und dann kann ja immer noch Ulf mir das lenken. Sollst du Schild vornehmen, Botwar? Warum denn das Schild? Wir halten das doch am Seil. Nein, wenn er ganz vorweg geht und das Schild hält, dann ist er doch wie im Wasser. Das ist einfach mehr Widerstand. Aber das ist nur Schnee. Wir müssen festen Boden erreichen. Ich habe das mal gesehen mit Sand. Da wurde ein Haken in den Sand getrieben und der war einfach nur eingegraben. Und trotzdem hat der gehalten. Das ist ja was ganz anderes. Weil der Haken halt so eine Fläche hatte. Die haben meine Füße ungefähr auch.
Ja, und dein Kopf auch. Können wir aufhören zu diskutieren? Es ist scheiße kalt. Lass uns einfach runtergehen. Ist mir scheißegal, wo der Schild ist. Wir werden schon hinkriegen. Denke ich auch so. Vor allem, wenn alle bremsen. Ja. Wir müssen uns so richtig festhalten. Das könnte ein bisschen schneller werden, wenn wir das nicht richtig machen. Loja, hast du irgendeinen Hexenzauber für Notfälle, der uns dabei helfen kann? Ich kann nicht reden. Es ist zu kalt. Können wir einfach irgendwas machen? Können wir uns weiter bewegen? Perfekt. Plan ist runtergehen. Also, anpacken. Wenn wir es nicht richtig schaffen, ich habe mal sowas gehört, das heißt Curling. Und dann könntest du mit dem Besen vielleicht ein bisschen... Mann. Weniger quatschen, mehr anpacken. Okay. Ihr fahrt fort wie besprochen. Wer ist rechts, wer ist links vom Schlitten? Und wer, also Bootfahrer lässt den jetzt runter am Seil, ne? Nee, das war jetzt der Plan. Alle lassen ihn runter am Seil. Niemand ist längs oder rechts. Aber es ging ja darum, dass auch noch gebremst werden soll am Schlitten, oder nicht? Dann würde jemand vielleicht davor stehen. Dann soll mir jetzt Bootfahrer erzählen, was er macht mit diesem Schlitten. Okay. Warum denn Bootfahrer alle zusammen? Oder? Also Bootfahrer würde sich eigentlich direkt dahinter stellen und sich am Schlitten direkt festgreifen, statt an dem Seil, um damit bremsen zu können. Und den okay, Bootfahrer schiebt den Schlitten zur Klippe zu und er kippt langsam über den Grat und die anderen sehen das. Ich würde halt noch warten, bis die anderen in Position sind. Jo. Bootfahrer wartet offensichtlich, dass die anderen auch an den Schlitten rangehen, um den Schlitten festzuhalten. Jo, alle halten das irgendwie. Paul, macht's für dich einen Unterschied, wer den Schlitten wo hält? Kommt jetzt gleich drauf an, aber jedenfalls Alreanrod und Mandariel würden sich links und rechts dann auch am Ende des Schlittens positionieren und dann vor Alreanrod schläge ich dann dementsprechend fest, steht Janfir und Kalidor, fährst du auch mit an? Ja, klar. Okay, dann, gut, okay. Dann vor Janfir steht Kalidor, auf der anderen Seite Ulfmir und Loja. Nimja würde sich vorne am Schlitten positionieren und so ein bisschen auch versuchen, nach unten hin zu stützen. Also ich muss irgendwo hinten stehen, weil sonst sehe ich nichts mehr, sonst gehe ich unterm Schnee. Okay, dann stehst du hinter Ich gehe nach vorne. Mandariel. Ja, okay. Bootfahrer geht direkt nach vorne, okay. Ihr robbt vorsichtig vorwärts mit dem Schlitten und ihr kommt über den Steilgrat. Und was sofort auf jeden Fall Bootfahrer, als er vorne steht, mitbekommt, sobald ihr über diesen Grat hinweg seid, wird der Wind schlagartig weniger. Du merkst auf jeden Fall, dass hier weniger beißend die Kälte auf deinen Hautpartien lastet und du fraglos auch etwas weniger Anstrengung aufwenden musst, da hier der Schnee auf dieser Steigung nicht so ganz so tief liegt. Du drückst dich von unten gegen den Schlitten und als dann schließlich das gesamte Gewicht von euch allen getragen wird, stellt ihr fest, dass ihr relativ gut diesen Hang herabkommt. Trotzdem aber eine gebündelte Kraftaktprobe machen könnt. Nehmen wir an, von Janfi und Boot war es nichts anderes als QS6 zu erwarten. Ich habe QS4. Ich habe QS5. Und ich will nur anmerken, dass ich wieder sehr gut den Wagen herunter. QS3 in meiner Kraftaktprobe. Janfi schwächelt auch und ist auch bei QS3. Was ist da los? Der erste Wurf ist auf Konstitution. Hat Jan für wohl vergessen, seine Muskeln aufzuwärmen. Achso. Hat sich nicht gedehnt. Ja, stimmt. War ja auch die ganze Zeit im Windschatten von Boba. Jetzt ist plötzlich wieder kalt. Plus eins mehr schaffe ich nicht. Okay. Ja, aber geschafft. Aber geschafft, ja. Gut gewürfelt. Zusammen stemmt ihr euch mit aller Kraft gegen diesen Schlitten. Und ihr stellt fest, dass ihr als Ganzes ein gutes Stück es schafft, den Schlitten den Hang runterzutragen. Dann aber, ab einem gewissen Punkt, scheint es euch nur so oder ist es vielleicht tatsächlich so, dass irgendwie die Ränder dieser Klippe etwas schneller nach oben wegsacken, als ihr euch bewegt? Und dann wird es eindeutig. Eine Lawine hat sich gelöst
als ihr die Klippe dort heruntergegangen seid, löst sich ein gesamtes Schneebrett, das unter euren Füßen zusammen mit euch und eurem Schlitten herabrutscht und an Fahrt aufnimmt. Ihr könnt eine Intuitionsprobe ablegen. Wer als erstes davon, also je nachdem, wer es am besten schafft, kann als erstes darauf reagieren und die anderen darauf aufmerksam machen. Mit 11. Okay. Mit 10. Mit 20. Mit 20, okay, Bootfahrt denkt sich, das geht aber gut. Ja. Ui. Geht noch schneller als gedacht. Ich habe eine 15, genau. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Okay, dann Njanfir, du merkst als allererstes, dass ihr euch schneller und schneller zu bewegen scheint. Es sei denn, Ulfmir hat noch einen höheren Wert, aber ich glaube nein, oder? Nein, okay. Njanfir, du merkst als erstes, dass diese gesamte Bank ins Rutschen kommt. Oh Mann, yo, du Idiot, das sind alle wieder. Und dann versucht er rückwärts zu gehen, in der Hoffnung, dass er die Lawine entkommen kann. Okay. Ich will wohl eine Lawine erkennen. Da gucke ich mir doch mal genauer an. Okay. Alrenrod und Mandariel sehen, was Njanfir vorhat und halten es für eine sehr gute Idee und ziehen ebenfalls in die entgegengesetzte Richtung. Und Nimya, ebenfalls auch schnell realisierend, blickt sich um, lässt den Schlitten los und bottet nach oben. Zurück! Sie hat nicht das Gefühl, als ob ich da jetzt dran ziehe und das einen Unterschied macht! Und rennt nach oben und versucht, ihre eigene Haut zu retten. Meine Schwester! Die ist trotzdem nicht so stark wie du. Kraftakt hat sie halt nicht geskillt. So, okay. Hattest du sie nicht als sehr kräftig beschrieben? Also sehr dick, meinst du? Also sie hat einen hohen Körperkraftwert, aber sie hat keinen Kraftakt geskillt tatsächlich. Das habe ich schlicht und ergreifend bei dem Charakter nicht so angelegt. Egal. Ach so. Okay. Never mind. Okay. Ulfmir, du ziehst ebenfalls nach oben oder was machst du genau? Okay. Auch Ulfmir zieht nach oben und Kalidor ebenso. Oder? Ja. Loja, du spürst, wie unter deinen Füßen der Schnee ins Wanken gerät und dein nicht ganz so fester Griff an dem Wagen würde es dir ermöglichen, auch deine eigene Haut zu retten im Zweifelsfall und ebenfalls wie Nimya mit einem Hechtsprung dich an das Ende der Lawine zu bewegen. Ich halte das für Hexerei, dass sie eine Verräterin ist. Ich bleib am Wagen. Alles klar. Ihr merkt, dass ihr an diesem gesamten Wagenkonstrukt weiter festhaltet und Stück für Stück trotzdem weiter bergab rutscht. Aber ihr bleibt als ein Verbund und ihr surft so ein bisschen auf dieser Lawine, als ihr mitbekommt, dass ihr ja relativ weit oben an dieser Lawine angesetzt seid und die bereits ins Rollen gebracht habt, als ihr gerade über die Klippe herüber wart, über den Grat herüber wart und zusammen mit dieser Schneelawine jetzt euch immer weiter und tiefer begrabend an euren Füßen, aber trotzdem dieser breite Kufen, dieser breite Schlitten mit den Kufen auf der Lawine bleibend, euch zwar immer weiter begräbt im Schnee, die ihr da dran hängt, aber der Schlitten relativ weit oben im Schnee bleibt und dann schließlich nach einigen sehr, sehr turbulenten Sekunden ihr unten im Tal bei dem Fluss ankommt und lediglich alle ziemlich bedeckt seid mit Schnee und merkt, dass einige der Gegenstände von dem Schlitten oben dann am Hang verteilt liegen. Seid ihr alle in Ordnung? Ja. Ja, wenigstens ist hier, bin ich jetzt warm. Das war wild. Ich muss doch schnell aus dem Schnee raus. Ja, schnell hier raus. Nimya. Das sah ganz schön lustig aus. Nimya rutscht so halb auf dem Rücken, Sachen halb mit. Auf dem Hintern runter. Nimm was auf dem Weg mit, genau. Na klar. Sie sammelt ein, was sie finden kann, nimmt so ein paar Beutel und einen Stapel Brennholz, der runtergefallen war, und zerrt die hinter sich her. Eine kleinere Lawine, aber nicht gefährlich, rollt ihr hinterher, als sie den starken Abhang dann runterkommt. Wie kommt ihr zu uns? Nimya kommt zu euch. Ja, Nian verklebt ja eine. Was? Sachte. Was soll denn das? Bescheuert?
Du kannst doch nicht das Tier mit nur alleine lassen. Was soll das denn? Also, ich hätte euch da ausbuddeln können, wenn ihr da alle verschüttet gewesen wärt. Ja, Schwachsinn. Einfach nur dumm. Ohne uns stirbst du doch auch. Was denkst du dir eigentlich? Ich hätte euch da nicht alleine gelassen da. Hast du doch aber gerade. Es war pures Glück, dass ihr das gerade hier so unbeschadet überstanden habt. Pures Glück, dass wir dich nicht jetzt hier zurücklassen. Hört auf zu pfeifen. Weiter. Was Ulf mir sagt. Naja, und jetzt ablenken. Nimm ja, nicht in Ordnung. Du musst beim Team bleiben, okay? Lass uns da später drüber reden, okay? Ja, wenn wir eine Höhle oder sowas gefunden haben. Ist auf dem Hang noch irgendwas? Tatsächlich hat Nimja den Rest mitgebracht. Okay. Also, genau. Hier unten merkt ihr, dass es sofort windstiller ist und ihr zumindest keine weiteren Unterkühlungsstufen mehr ansammelt, als es zwar weiterhin bitterlich kalt ist, aber vor allem die schneidende Luft ausbleibt. Der Schnee rieselt in fast schon besinnlichen Flocken immer mal wieder über die Kante und kommt dann auch von oben primär und nicht von vorne vom Wind getrieben. Hier unten ist der Schnee so flach, das Boot war ja gerade mal bis zu den mittleren Waden beziehungsweise maximal bis zu den Knien reicht, sodass du relativ entspannt voranstapfen kannst und dann den so jetzt neu positionierten Schlitten ganz gut parallel zu dem Fluss vorbeiziehen kannst. Was euch hier auffällt, ist, dass einige wenige Eisbrocken von den Kanten des Flusses immer wieder abgerissen werden und dann in dem Fluss treiben. Außerdem seht ihr, dass es hier und dort dann in dem Eis auf der anderen Seite des Flusses zunächst, später aber auch auf eurer Seite, Verwerfungen gibt. Und es hat fast schon den Anschein, als ob sie in relativ regelmäßigen, runden Abständen dort dann auf der Klippe fast schon schneefrei wären dort und der Fels dort hervorscheint. AKA Öffnungen, die ihr erkennen könnt. Erst auf der anderen Seite ein gutes Dutzend und jetzt auch auf eurer Seite von dem Fluss 3, 4. Ich denke mal, Boot war ungefähr angehen. Ja, ich würde den runterziehen. Okay. Den Karren würde ich. Ungefähr so 50 Zentimeter bis 2 Schritt hoch. Okay. 2 Schritt Aussparung, in die man rein könnte. In die man theoretisch rein könnte, ja. Mhm. Wie gut geht's euch? Braucht ihr eine Pause? Also jetzt ist mir warm. Ja, dann können wir weiter. Hier wäre halt eine gute Raststätte. Ich weiß halt nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Wir können ja den Karren aufstellen, dann haben wir noch ein bisschen mehr. Ja, wie lange haben wir denn noch Tageslicht? Wie kommt die denn hierher? Na, also, wir können hier kurz warten und uns ein bisschen aufwärmen. Du weißt, was ich meine. Wie lange haben wir denn noch Tageslicht? Es war relativ früh, als ihr aufgebrochen seid. Ihr seid ja am Morgen aufgebrochen. Das heißt, jetzt ist es gerade mal so Mittag. Können wir ein kleines windstilles Päuschen in diesen Löchern da machen und dann weiter geht's. Ja. Dann lass mal die Sachen aus dem Karren nehmen und dann können wir den Karren aufstellen. Können sich noch mehr Leute da hinsetzen. Oder hinstellen, was auch immer. Okay. Scheint es irgendwem sehr schlecht zu gehen, körperlich. Für euch zur Information. Ihr habt alle eine permanente Stufe Unterkühlung. Das ist eine Stufe Verwirrung und eine Stufe Paralyse, außer Botwa. Diese wird erst aufgehoben, wenn ihr euch dauerhaft an einem wärmeren Ort wieder aufwärmen könnt. Gut, Pascal kennt das Spielchen schon. Insert heiße Quellen hier. Würde ich sagen, das ist
dass irgendwem es besonders schlecht geht? Vermutlich Loja, weil sie am meisten zittert gerade von allen oder zumindest am stillsten ist. Ja, bewusst. Weil jedes Mal, wenn sie spricht, dann wird ihr Schal nass und dann wird es dann auch kälter. Good point. Loja, du bist nicht zufälligerweise müde geworden oder so, oder? Ich weiß schon nicht mehr, was ich fühle. Wenn du sagst, wir gehen, dann gehen wir. Und wenn du sagst, wir rasten, dann rasten wir. Mir ist alles egal. Okay, aufhören, uns hier aufzuhalten und einfach was machen? Wir sind doch gerade erst hier. Ja, Pause oder weitergehen? Was soll's sein? Ach so, ich dachte, wir machen schon die Pause. Ach so. Bislang noch nicht. Siehst du? Okay. Dann fange ich ein bisschen verspätet an, die Sachen aus dem vom Karren runterzunehmen. Lasst uns hier kurz 20 Minuten ausruhen, aber nicht zu lange. Wir müssen schnell weiter los. Wenn wir zu lange hier sitzen, dann wird es noch schlimmer. Fest. 20 Ulf Minuten reichen nicht mehr für ein Feuer. Ulfmir, du liebst es doch, diesen Wagen einzupacken. Warum sortierst du mal nicht die Sachen wieder in den Wagen, so wie du es gern hast, und dann können wir weitergehen? Du siehst, wie aus den Pantoffeln sich ein kleiner Hügel erhebt. Was meinst du mit weitergehen? Wir müssen doch erst die Rast machen. Ja, er braucht doch auch Zeit zum Packen, meine Fresse, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, wir wollen doch den Karren hochstellen, damit alle auch... Würden alle das mit den 2 Metern hinbekommen? Sich windgeschützt hinzustellen? Also, diese Öffnungen, wie Botha feststellt, die größeren scheinen selbst vielleicht so einen Schritt oder 1,5 Schritt reinzugehen in die Klippenwand. Und davor ist auf jeden Fall ein schneefreier Bereich. Dir fallen 2 Öffnungen auf, als du jetzt genauer sie betrachtest, wo es tiefer reingeht. Okay, dann. Weißt du was? Ich glaube, ich sehe da was. Da müssen wir das gar nicht mit dem Karren machen. Also das Hochstellen. Du hattest die ganze Zeit verstanden. Ich dachte, die wären so richtig tief. Ich hatte das so nur als kleine Auskühlung gedacht. Genau, es waren kleinere Auskühlungen, aber da gibt es auf jeden Fall jetzt 2, die sind deutlich tiefer, wie Botha sieht. Dann lassen wir da hingehen. Botha geht genau dorthin. Und als du dort ankommst, schaust du dich ein bisschen um und dir fällt auf, dass die Wände links und rechts, als du dort vorgehst, seltsam glatt und ebenmäßig sind. Trotzdem aber aus Fels und nicht aus Eis. Und da drin ist es ziemlich dunkel, das stellst du auch fest. Auch wenn durch das weiße, schneebedeckte Feld davor natürlich sehr viel Licht noch reflektiert wird und es deutlich heller ist als in einer sonstigen mittelreichischen Höhle mit Wald drumherum. Ab einem gewissen Grad, und du bist inzwischen jetzt vielleicht 3-4 Schritt dort reingekommen, ist es einfach dunkel und man bräuchte eine künstliche Lichtquelle. Und man kann das Ende nicht sehen? Man kann das Ende nicht sehen. Oh, da hier könnte irgendwas drin sein. Ich hole mal ein bisschen Brennholz. Dann würde ich halt ein Stück nehmen, was einigermaßen einer Fackel sich ähnelt. Hier können wir aber rein erstmal. Glaubst du, das kommt von so einer überdimensionierten Eisthermite? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie von einer überdimensionierten Eisthermite gehört. Vielleicht habt ihr sowas im Süden. Botha, was macht denn da? Es sieht aus wie Holz. Weißt du, wenn Termiten sich ins Holz fressen. Und es ist auch so glatt. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus, oder? Botha, nimm doch nicht irgendwie so einen kleinen Splint. Lass die doch zaubern. Kalidor. Wir müssen uns schon an irgendwas gleich wärmen, wenn wir hier noch für 20 Minuten sind. Ja, das Ding sollte ungefähr 20 Minuten weg sein. Gleich wieder da. Janfir macht auf jeden Fall seine Laterne an und leuchtet diesen Gang runter. Oder so. Bis gleich. Ja, bis gleich. Botha hatte gerade als erstes die ebenmäßigen Wände in der Höhle entdeckt, als Njanfir dann mit seiner Laterne dort einmal hineinleuchtete und relativ eindeutig dann
ausfindig machen kann, dass es so gute 5-6 Schritt in das Gestein hineingeht und da zentral die Überreste eines Feuers zu entdecken sind. Allerdings in dieser Höhle, die du gerade ausgeleuchtet hast, aus dem ebenmäßigen Gang. Allerdings schon etwas älter. Die Asche ist weitestgehend zerstreut und vor allem scheint es auch ein relativ provisorisches oder zumindest primitives Feuer gewesen zu sein, wenn auch mit ziemlich großem Holz, wo auch immer das hier in dieser Einöde herkommen kann. Gibt's von dem Holz noch was? Nur noch verkohlte Überreste. Man kann aber sehen, dass es halt, also einige angekohlte Brocken von Holz gibt es auf jeden Fall noch. Mhm. Und sonst, ansonsten ist in der Höhle nichts, oder? Komplett leer. Ziemlich rund, nachdem man den Eingang hinter sich gelassen hat. Rasten können wir anscheinend hier. Sind wohl nicht die Ersten. Oh, perfekt. Ulf, du kümmerst dich um den Wagen? Ich hole erstmal das Holz rein. Dann kümmerst du dich um das Feuer. Kein Problem, können wir machen. Es wurde aber auch wirklich Zeit, dass wir irgendwie aus der Kälte ein bisschen rauskommen. Ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, in was für unwirtlichen Welten euresgleichen sich dann entscheidet, sich auszubreiten. Botwa, du stammst von hier, nicht wahr? Ja. Wie schafft ihr es hier zu überleben? Euresgleichen ist nicht sonderlich magiebegabt, oder? Wir haben manche... Nee, wir sind nicht wirklich magiebegabt. Ähnlich wie wir es gerade machen. Wir versuchen nur kurz draußen zu sein. Wir versuchen zu überleben. Ich hab's ernst gemeint, als ich gemeint habe, jeder Tag ist ein neuer Kampf. Ach, ja. Sie haben genetisch einfach dickere Haut. Was sind Gene? Es überleben nur die Starken, habe ich gehört. So kenne ich das auch. Genau, weil sie gehen. Und die anderen müssen halt liegen. Deswegen heißt es genetisch. Das habe ich auch noch nicht gehört. Aber Ariandrat, tatsächlich westlich von hier, vielleicht sogar noch ein Stück weiter nördlich, soll es wohl auch mal eine Stadt von unseren Vorfahren gegeben haben. Ist dem so. Mhm. Wie lange ist das her? Jahrtausende. Was ist denn euer gemeinsamer Vorfahr? Lichtelfen? Ich rede von Hochelfen. Okay. Heftig. Hier draußen in der Kälte? Ich habe euch Elfen eigentlich immer eher so in Wäldern angesiedelt mental oder mittelländischen Städten. Habt ihr denn immer warme Artefakte mitgenommen oder was habt ihr denn so weit oben gemacht? Genau kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es dort eine große elementare Stadt gab. Ach, eine elementare Stadt, das klingt ja jetzt schon wieder wild. Eine Eisstadt, meinst du, oder? Ich weiß nicht, ob es... müsste ich nochmal nachschauen, ob es wirklich die Eisstadt war. In meinen Notizen. Beeil dich mal mit dem Holz. Ich bin doch schon wieder hier. Dann leg da mal hin. Ich kümmere mich um den Rest. Lass gut sein, Janfi, ich mach das schon. Sagt Mandariel und mit einem kurzen Fingerzeig setzt er einen der kleineren Zweige in Brand und das Feuer lodert relativ schnell. Ach, danke. Ich warne euch schon mal vor, wenn wir Fjaninger treffen, ist wir wissen, dass jeder Tag oder dass halt alles, was wir erleben, eine Prüfung ist von Bruno, ich glaube, das ist Firun. Nur halt hier oben. Aha. Und wir sind auch relativ ungestüm, meistens zumindest.
Du willst uns sagen, wenn wir Fjaninger sehen, greifen sie uns an. Wir sollten das auf jeden Fall nicht eskalieren. Lass mich auf jeden Fall erstmal reden. Ja, gut. Gut. Wenn die Fjaninger so krass sind, kannst du die nicht irgendwie rekrutieren? Ich meine, ihr habt doch bestimmt auch irgendwas Namenloses in eurem Glauben, oder? Wir hören, also ich habe Geschichten gehört als Kind von Schlachten gegen das Schwarze Eis. Habe ich jetzt mittlerweile gehört, dass es wohl das ist. Ja, aber kannst du nicht irgendwie sagen, das Schwarze Eis hat sich auch ins Mittelreich ausgebreitet und es wird auch in den Norden kommen? Also, ich meine, wenn die alle so krass sind wie du, ich glaube, 3 von euch sind wahrscheinlich genauso viel wert wie 40 Löwengardisten. Ich war schon relativ lange nicht mehr da. Ich bin nicht der gewöhnliche Fjaninger mittlerweile. Okay, wie seid ihr so? Krieger, die... Also, es gibt einen Grund, warum wir Fjaninger-Barbaren genannt werden. Aha. Also als Kannst Daten du nicht irgendwie sind voll sinnvoll. Mit deinem neuen Trick irgendwie die Fjaninger unter dir vereinen oder so? Als Häuptling oder sowas? Du meinst... Zum einen müsste ich darüber noch ein paar Nächte schlafen. Erstmal. Und zum anderen könnte es vielleicht gehen, aber das, worauf du anspielst, hat bei uns nicht wirklich eine große Bedeutung. Außer, dass es halt gefährlich ist. Aha, okay. Super. Naja, versuch einfach, sie zu rekrutieren, wenn du kannst. Und ansonsten, ja, machen wir das Beste draus. Ich erwarte einen Kampf, um ehrlich zu sein. Prima. Halt warm. Also, sowas wie ein Duell in der Richtung. Ach so. Na gut, ich kann dir gerne den Vortritt lassen, wenn du willst. Ich glaube, das ist sinnvoller, ja. Super. Geht's euch mittlerweile schon besser? Jo, das Feuer hilft. Und der nahe Körperkontakt auch. Wolf, mir gibt dir einen verschmitzten Blick zur Seite. Ja gut, aber das funktioniert ja nicht mit Kleidung. Also, das müssen wir dann zum Schlafen machen, das ist euch bewusst, ja? Ja. Da fällt mir gerade ein. Sitten und so gibt's in einer Sippe nicht wirklich, also es... Was meinst du? Lass mich kurz nachdenken. Ich versuche zu überlegen, welchen Tag wir haben. Und ich schreibe mal kurz an. Okay. Ach nee, ist es gerade Frühling? Nee, der heißeste Tag im Jahr? Es ist nicht der heißeste Tag im Jahr. Ja. Ah, dann haben wir noch Zeit. Ihr werdet nichts allzu Komisches sehen, glaube ich. Okay. Vielleicht sollten wir alle einen Stein oder so ins Feuer legen, den wir danach mitnehmen können und unter die Kleidung packen. Das ist eine sehr gute Idee. Nimja guckt am Eingang zu dieser kleinen Höhle, findet allerdings nur so kleinere Kiesel und dann geht sie nach draußen dort zum Fluss und sammelt eine Handvoll größerer Steine, die sie dann mit zu euch in die Höhle bringt. Aber Boot war mal so rein hypothetisch. Was glaubst du denn, was du bräuchtest, um 7 Streich wieder zusammenzusetzen? Die Waffe, wo hast du sie nochmal gemacht? Eternium. War es nicht Titanium? Oder Titanium? Wo ist denn die Waffe? Naja, ich hab sie immer noch bei mir. Hier ist das Griffstück. Vielleicht war es auch Titanium. Und würde den Klingenrest untersuchen. Du bräuchtest vor allem erstmal eine Schmiedeesse, mit der du, oder vor allem eine Schmiedewerkstatt, mit der du diese Klinge überhaupt bearbeiten kannst. Ja. Das ist nicht gar nicht so ohne. Vor allem bräuchtest du aber auch wahrscheinlich etwas von dem Material noch, um es wieder zusammenzusetzen. Weil ansonsten die Klinge leiden würde, wenn du sie einfach quasi nur versuchst, wieder übereinander zusammenzuschmieden. Das würde der Integrität der Klinge nicht gut tun und vor allem aber auch die
gesamte Klinge deutlich kürzen. Also entweder brauche ich noch mehr von dem Material oder du kriegst ein Kurzschwert. Ja, das wäre ja ehrenlos. Gut, danke. Vielleicht kannst du dir einen heiligen Brieföffner machen. Das wird's wohl sein. Für mein Herzogtum brauche ich noch einen Brieföffner. Das ist doch dann mein Job, oder? Briefe öffnen. Ich glaube, du musst ja mehr lesen und schreiben, aber ja. Was hast du denn eigentlich vor als Herzog? Also, willst du dann noch Abenteurer sein? Um ehrlich zu sein, ich habe es mir ja so vorgestellt, dass ich die ganzen Zettelsachen irgendjemandem anderen gebe und dann durch mein Reich gehe und die ganzen Goblins und Banditen töte. Nee. Eigentlich sitzt man die meiste Zeit im Herrenhaus und betrinkt sich. Und genießt, was einem so auf den Teller gebracht wird. Ich meine, betrinken fein, aber ich glaube, das ganze Reisen würde mir fehlen. Ich weiß nicht, es gibt doch bestimmt irgendwelche wandernden Herzöge, oder? Ja, du kannst auch viel reisen. Also, wenn ein Herzog einen anderen Herzog zum Beispiel trifft, dann kann man halt reisen und sich dann halt dort betrinken. Wenn alle eure Anführer so ähnlich sind wie Ulf hier, dann wundert mich nicht, warum eure Reiche im Chaos versinken, lässt sich Mandariel vernehmen. Ich bekomme auch gerade so ein bisschen das Gefühl, ich bekomme einen Einblick, wie du dein Reich geführt hast, Ulf mir. Und noch führen wirst. Ich sage ja nur, mit der Führungserfahrung, die ich habe, ja, kann ich sagen, ich habe nichts falsch gemacht. Okay. Nun, gut, wie dem auch sei. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Wir sollten uns, ja, wenn wir uns aufgewärmt haben, schnell wieder auf den Weg machen. Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch eine gute Idee. Sind denn jetzt schon wieder alle aufgewärmt? Mir geht's eigentlich ganz gut. So gut es halt geht. Durch das Feuer wurde auch die gesamte Höhle etwas wärmer. Und ihr seid jetzt, auch wenn es noch trotzdem recht frisch ist, in einer zumindest so warmen Umgebung, als dass ihr eure Unterkühlungsstufen abbauen konntet, sodass ihr bis auf Weiteres erstmal wieder keine weiteren Mali hinnehmen müsst. Hatten wir eigentlich, da hatte ich irgendwie gestern Abend nochmal drüber nachgedacht, hatten wir eigentlich jemals geklärt, was das mit diesen ganzen dämonischen Siegeln in mir auf sich hatte? Waren das nicht irgendwie Hunderte oder Tausende? Ich glaube schon, ja. Naja, vielleicht hatten ja auch die Erzdämonen gesehen, was da in dir schlummert und wollten verhindern, dass das rauskommt. Das dachte ich jetzt eigentlich auch. Ja, aber es ist ja nichts rausgekommen. Naja, oder sie wollten die Verbindung zur Festung dadurch verhindern. Keine Ahnung. Das kann sein. Aber auch das hat ja nichts geholfen. Vielleicht sind die dann jetzt weg? Vielleicht wollten sie dich hindern, ein Splitter zu sein. Also, gefühlt hat es ja auch nichts gebracht. Ja, du bist ja kein Splitter gerade, oder? Verstehe ich das falsch. Das hat ja andere Gründe. Ja, vielleicht könntest du es gar nicht erst. Was meinst du? Ich weiß nicht, ob das so eine Frage von Können oder Wollen ist. Ich denke eher, dass es vielleicht etwas damit zu tun hatte, dass sie wussten, was Festuka mit dir vorhatte und sie verhindern wollten, dass er dich wieder bindet. Das, was er vorhatte, das, was er machen wollte und vielleicht auch schon getan hat mit denen, die so waren wie wir, dann hat er vielleicht dabei dann eine Störung gehabt. Er hat ja versucht, sich wieder zu vereinigen. Und das zu diesem Punkt kam es ja bei dir nie, Janfir, oder? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich hatte viele Visionen und er hat mich überall verfolgt, aber ich weiß, so was du meinst. Beurteilen kann.
Hat er mir nichts weggenommen. Wir sollten aber wirklich weiter. Immer wenn ich daran zurückdenke, weshalb wir überhaupt hier sind, dann wird mir klar, was für eine Verantwortung wir hier gerade haben. Ja. Aber nicht so schlimm wie Briefe schreiben, und das kommt erst noch. Ach, es wird halb so schlimm. Weiter geht's. Alrenrod und Mandariel fangen an, das Feuer dann mit etwas Schnee zu löschen und werden auch sogar dann von Nimya unterstützt, dass die noch nicht ganz verbrannten Holzstücke wieder auf den Schlitten gesammelt werden. Und ihr macht euch auf, wieder die Höhle zu verlassen. Als ihr draußen an der Höhle ankommt, könnt ihr eine Fährtensuchenprobe ablegen. I'm out. Eins erleichtert, okay. Misserfolg. Kurs 2. Mut, Intuition. Kurs 1. Langsam vom Schneefall wieder verweht, aber dennoch deutlich zu erkennen für Kalidor und etwas weniger deutlich als für Ulfmir, aber von euch dann auch definitiv bemerkt durch den Hinweis von Mandariel, seht ihr einige Spuren von einem einzelnen Paar Füße, die sich offensichtlich durch den Schnee zu euch fortbewegt haben und einem Anschein nach direkt vor der Höhle dann wieder kehrt gemacht haben. Die Fußspuren und vor allem das Schneisengeschehen, das sich hier durch diesen Schnee bewegt hat, lassen auf einen ungefähr menschengroßen, ein ungefähr menschengroßes Wesen schließen. Anscheinend war hier irgendjemand. Warum auch immer wir ihn nicht mitbekommen haben. Was? Einem Anschein nach allerdings alleine. Ich bin mir nicht sicher, wie jemand hier alleine überleben könnte. Geschweige denn ohne Ausrüstung. Es sei denn, er hat in der Nähe hier vielleicht einen Unterschlupf. Es können auch Yetis sein. Für die ist das perfektes Klima. Ich dachte immer, Yetis wären groß. Ja, was Kalidor sagt. Ja. Ich guck mir die Fußabdrücke an. Oh ja, nee, die sind zu klein. Die sind ungefähr doppelt so groß wie wir. Hier war irgendwer? Mhm. Da sind Fußspuren. Siehst du das nicht? Nee. Vielleicht ein Fjerninger. Oder ein Nivese. Unsere sind. Nein, das sind nicht unsere. Die kamen später. Vielleicht war es auch ein Speer. Machen Fjerninger sowas? Ja, also dann eher ein Jäger. Wer sollte hier oben sein? Vielleicht sollten wir den Spuren folgen. Wer auch immer das ist, vielleicht kennt er einen Unterschlupf oder weiß den Weg zur nächsten Siedlung. Wir können einfach mal gucken, in welche Richtung es geht. Vielleicht ist es ja die gleiche, in die wir auch gehen. Sehr merkwürdig. Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie was auszumachen, aber auch ich sehe nichts. Glaubst du denn? Du siehst nichts? Nein, glaubst du denn, wenn die uns oder er oder sie uns freundlich gesinnt wäre, hätte er uns nicht begrüßt? Ja, oder sie hätten Angst vor uns. Ja, genau. Vielleicht wollte er nur checken, wer wir sind. Wir haben halt auch Geräte gesprochen. Können wir nicht einfach weitergehen? Ich meine, wenn jetzt hier irgendwie Wese gesehen hat, wo wir sind, oder Fjerning oder was weiß ich nicht, ist doch egal. Ja, aber Njanfir, der oder diejenige könnte ja wissen, wo wir am schnellsten zum nächsten Dorf kommen. Oder wo wir unterkommen können. Oder diejenige könnte aber auch ausgespäht haben und uns dann mit seiner Sippe erschlagen wollen. Ich denke, ganz egal wie oder was, können wir diese Diskussion entweder beim Gehen oder vielleicht wieder in der Höhle führen?
denke, wir sollten unseren Weg verfolgen und nicht den Spuren. Ich könnte den Wagen schon mal vorbereiten. Ich schaue mal, wo die Spuren hinführen und ob sie vielleicht ja auf unserem Weg sind. Alleine? Okay, das klingt gut. Ja. Na, ich gehe ja nicht weit weg. Nur ein paar Dutzend Schritt. Also der Wagen ist vorbereitet. Ja, dann packen wir den Rest halt einfach ein und los. Gehen die Schritte dann Richtung Norden oder Richtung Süden? Die Schritte gehen Richtung Fluss abwärts, aber vor allem wieder den Hang rauf. Fluss abwärts wäre dann Richtung Meer, ne? Genau, Richtung Meer. Okay. Kalador alleine fällt auch weniger auf. Vielleicht sollten wir ihm auch gar nicht erst zeigen, dass wir auf ihn aufmerksam geworden sind, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn er uns was Böses will, dann sollten wir ihn vielleicht noch in Unwissen lassen. Der wird vielleicht auch noch Schneeschuhe haben, wobei, wenn ich mir das so angucke, wahrscheinlich nicht. Aber der wird halt schon Vorsprung haben. Und so eine große Truppe, die sich nicht im Schnee auskennt, wird ihn auch nicht wirklich einholen können, wenn er nicht auf uns wartet. Na gut. Wer stimmt für weitergehen? Ich. Drei. Vier. Nimja meldet sich. Arianot und Mandariel gucken Kalador an. Mandariel sagt dann auch, im Zweifelsfall könnte ich auch versuchen, vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß, dass du den Zauber auch beherrschst, aber man könnte versuchen, unauffälliger noch den Spuren zu folgen. Nein, schon gut. Wir sollten in der Gruppe dann bleiben. Also, wenn vergesst du gucken nicht, eure Hitzesteine zu holen. Oh ja. Ja. Ein guter Hinweis. Nimja holt zwei Steine, gibt einen davon Janfir und steckt sich einen wieder unten unter den Mantel. Tief unter den Mantel. Wenn du willst, kannst du ja kurz gucken, wie gehen, während wir in der Höhle warten. Dann verschwende keine Zeit. Meinst du mich jetzt oder Kalador? Was euch lieber ist. Nur für den Fall, dass er da oben wartet oder so. Ich kann ja mal nach oben gehen. Nur zur Spitze und komm dann wieder runter. Okay. In der Zeit macht ihr den Wagen zu Ende fertig und dann geht's los. Okay. Ja. Wir müssen in Zukunft echt weniger hin und her machen. Ich glaube, wir verlieren sehr viel Zeit dadurch, dass wir uns uneinig sind. Ja. Ja. Gut, aber es ist halt auch eine extreme Situation. Wir sollten lieber miteinander reden, als unüberlegte Entscheidungen treffen. Ist doch jetzt in Ordnung. Hier, nimm deinen Stein. Oh, ich habe einen schon von Nimja, danke. Dann nehme ich zwei. Wer hat jetzt noch keinen Stein? Jemand einen Stein? Ich nehme auch einen. Ich hab einfach nur so eine Handvoll ins Feuer gelegt. Ich habe nicht genau abgezählt. Kann sein, dass wir mehr haben. Ja, Kalgor klettert jetzt in der Zeit schon mal. Okay. Die Wand hoch. Du merkst, dass das bergauf deutlich schwieriger ist als bergab, vor allem, weil dir immer wieder Schnee entgegenrutscht und du immer wieder schon fast auf alle Viere stürzt, wenn gerade mal wieder eine Schneebank unter dir wegrutscht. Allerdings löst du keine so brachiale Lawine aus, wie ihr als Gesamtkonstruktion mit dem Schlitten zusammen, sondern es ist eher so, dass ein bisschen Schnee unter dir runter wegbröselt. Und dann mit einigem hin und her und vor allem auch viel Abstützen immer wieder auf den Händen, kommst du am Grat oben an. Beschreibe ganz genau, was du tust. Das sind ja diese 60 Grad, von daher würde Kalador erstmal quasi auf die Hände gestützt mit dem Kopf über die Kante spähen und gucken, ob er diese Spuren weiter sehen kann oder irgendwas anderes, was auffällt. Du siehst, dass die Spuren eindeutig weiter über diesen Grat hinweggeführt haben, aber langsam, aber sicher verwehen. In der Ferne verliert sich die Fährte dann und scheint dann gewissermaßen parallel zu dem Flussabhang zu verlaufen. Das kannst du ausfindig machen, allerdings dann wieder in eure Richtung, in die ihr auch unterwegs seid, also quasi zu den Bergen. Und vor allem siehst du auch, dass sie hier oben, nachdem sie nicht mehr diesen Abhang herabgegangen sind, deutlich flacher sind und nicht mehr sich durch den Schnee wühlen,
sondern allem Anschein nach fast wie auf dem Schnee aufgesetzt sind. Und die Person oder was auch immer da gelaufen ist, nicht allzu tief in den Schnee einbricht. Wie groß sind die Spuren? Also sieht es nach Schneeschuhen aus oder eher normale Abdrücke? Dafür sind sie bereits bei dem Schneegestöber jetzt hier gerade zu alt. Also das ist einfach zu verwaschen. Du würdest eher sagen, eher Stiefel als Schneeschuhe. Schneeschuhe wären sehr viel breiter. Aber okay. Du könntest dich auch täuschen. Du bist dir nicht hundertprozentig sicher. Okay. Und dann dreht Kalle da um und rutscht so halb den Abhang wieder runter zu den anderen. Okay. Die Spuren gehen in die gleiche Richtung wie wir. Ich hoffe nur, dass es keine Falle wird für uns. Wo wir hin müssen oder wo wir herkommen? Richtung Gebirge. Ach so, ja, dann werden wir ihn ja vielleicht noch kennenlernen. Oder sie. Warte, ja. Wir müssen noch flussaufwärts, nicht flussabwärts. Ja. Die Spuren gehen doch flussabwärts. Nein, oben gehen sie Richtung flussaufwärts. Zum Gebirge. Wollen wir ihn dann einfach folgen? Nein, ich würde hier unten bleiben. Auch auf die Gefahr hin, dass dann vielleicht irgendwo eine Falle ist. Hast du oben irgendwo schon ein bisschen heiße Luft gesehen? Nebel oder Dampf? Von einer heißen Quelle rührt? Nein. Okay, aber ich mag mich vielleicht täuschen, aber es könnte vielleicht ein Föhnelf gewesen sein. Wie kommst du darauf? Die überleben lange. Naja, die Spuren dort oben wurden viel, viel seichter. Und das hat mich an einen Zauber erinnert, der typisch für unsere nördlichen Verwandten ist. Mit dem man quasi auf dem Schnee nicht mehr einsinkt. Ja gut, aber dann wirst du dich doch bestimmt mit dem irgendwie arrangieren können, Kalador, oder? Vielleicht. Für Föhnelfen, soweit ich weiß, steht die eigene Sippe im Vordergrund. Ja gut. Aber sie werden doch gewiss einem Vertreter des älteren Volkes Tribut zollen, oder nicht? Nun, vielleicht doch gerade deshalb nicht. Aber hört ihr denn nicht diesen Banbaladin? Ja, wir. Nee, den nicht was? Dieses. Naja. Er spricht vom Salasandra. Salasandra. Nun, das könnte man versuchen. Ich weiß ja auch nicht, ob es wirklich so ist, aber die Chance ist da. Lasst uns losgehen. Jawohl. Gehen wir. Ihr macht euch wieder auf den Weg. Irgendwann geht dann, während ihr euch am Flussufer entlang bewegt, Alreanrod ein bisschen weiter nach hinten zu Loja. Schafft ihr es? Ihr seid ausgesprochen schweigsam. Ich versuche, meine Kräfte bei mir zu behalten. Wenn es nicht geht, müsst ihr mich wohl zurücklassen. Das werden wir auf keinen Fall tun. Ihr habt euch zusammen mit uns auf diese Mission begeben. Und wie bereits von Janfjör und Kalador gesagt wurde, wir müssen als Gruppe zusammenhalten. Alles andere wäre an diesem Ort Selbstmord. Und eure Fähigkeiten, die ihr bereits, nun ja, als Speerin unter Beweis gestellt habt, könnten uns hier ebenfalls nützlich sein. Ihr könntet eventuell, so es euch möglich ist, aus der Luft eine Erkundung durchführen oder etwa. Und ihr stapft weiter, als Alreanrod dann gerade mit Loja noch gesprochen hatte, ob sie dann nicht vielleicht im Flug eine Erkundung durchführen könnte. Halte ich für keine gute Idee. Ich kann nicht sagen, ob mich nicht trotzdem der Wind erfassen würde. Und außerdem wird man mich ja dann auch sehen auf dem freien Feld. Wir können nicht weit gucken.
Das heißt aber nicht, dass nicht jemand anders weit gucken kann. Außerdem, wenn ich euch aus den Augen verliere, würde ich mich nie wieder zurechtfinden in dem Sturm. Dann bin ich wirklich verloren. Ich glaube, das könnten wir aber machen, wenn wir ein bisschen näher an den Bergen sind, wenn wir den Quellen näher sind. Und du hältst ein Seil vielleicht fest, damit du uns nicht verlierst. Und wir machen das Gleiche. Wir könnten es uns überlegen, wenn der Schnee aufhört. Wenn er jemals aufhören sollte. Sorry. Ich weiß nicht, ob er aufhört. Wenn wir Glück haben, vielleicht. Zumindest der Wind wird ja noch weiter bestehen. Solange ich euch sehen kann, ist das ja kein Problem. Daran hindert mich nur der Schnee, aber auch mit einem Seil. Ich muss schon sehen, wo ich hinfliege. Ich glaube, die Schneewehen sind nur in der Bodennähe. Es wird ja nur der Schnee hochgeweht, der schon auf dem Boden ist. Ich denke mal, es wird auch neuen Schnee geben, oder? Ja, irgendwann. Also, es schneit es gerade? Ja. Aktuell ist auf jeden Fall auch Schnee von oben, nicht nur von vorne. Wobei jetzt hier in der Schlucht von dem Fluss, zwischen den Klippen auf jeden Fall der Schnee von oben überwiegt. Der ist aber bei weitem nicht so schlimm wie die Verwehungen, die durch den Wind von den Bergen kommen. Ja, wir warten dann erstmal, hast recht. Also ich möchte es mir wirklich nicht zutrauen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Nun gut, es war nur ein Einfall. Aber ich finde, was Botwa sagt, ist durchaus richtig. Ebenso das, was ihr meint. Ich denke, wenn wir näher bei den Bergen und bei den Quellen sind, könnten wir das vielleicht noch erneut einmal versuchen. Und über die Sichtbarkeit macht euch keine Gedanken. Ich bin in der Lage, euch im Zweifelsfall dabei zu unterstützen. Okay, vielen Dank. Gut, weiter geht's. Ihr stapft weiter voran. Die Klippen um den Fluss herum werden deutlich flacher. Der Wind dafür etwas weniger arg. Ihr seid deutlich schneller vorangekommen als von Botwa zunächst befürchtet, weil ihr vor allem auch durch flacheren Schnee jetzt euren Weg bahnen konntet. Schließlich seid ihr fast direkt vor euch dann aufragend die Berge an einem nahezu schneefreien Feld angekommen und allem Anschein nach sind links und rechts von dem Fluss immer wieder mal gewaltiges, donnerndes Tosen und fast schon explosionsartiges Dröhnen zu vernehmen. Oh. Hier sieht Botwa das, was er bereits erwartet hatte. Geysire. Und es hat den Anschein, als ob ihr direkt am Fuße eines solchen aktiven Berges seid. Allerdings fließt keine Lava und auch kein Rauch steigt auf. Aber dennoch lassen die Geysire auf unterirdische Hitze schließen. Und der nicht vorhandene Schnee auch auf eine gewisse vulkanische Aktivität. Der nächste dieser dampfspeienden Ungetüme ist gute 200 Schritt über die offene Steinfläche an dem Grat des Flusses vorbei. Ich glaube, wir sind da. Hört sich doch schon mal ganz gut an. Wäre doch mal ganz nett. Jetzt müssen wir noch wieder hoch, aber das geht ja jetzt wieder. Ich glaube, das geht. Ich glaube, man kann sich doch bestimmt gut an sowas wärmen, oder? Heiße Quellen? Das klingt doch wirklich angenehm. Ich meine, der Boden da vorne sollte schon heiß sein, oder? Zumindest warm. Warm, ha. Lass mal. Also würde dann, nachdem du sagst, der Boden müsste schon warm sein, gucken, ob er sich langsam sozusagen dem Boden nähert. Ulfmir würde gucken, ob er sich dem Boden nähert? Nee, also ich meine, Moment, habe ich es gerade falsch verstanden? Es gibt doch einen Bereich ohne Schnee, oder? Genau, ihr bewegt euch jetzt gerade aus dem Bereich von Schnee in den Bereich ohne Schnee. Und der Schnee
freie Bereich ist gute, vielleicht eine halbe Meile breit. Und überall hier gibt es immer wieder verteilt einzelne Gasfontänen oder halt Wasserdampffontänen, die in die Höhe schießen und jedes Mal auch immer kleinere Gesteinsbröckchen mit nach oben befördern, durch die schiere Wucht, die dahinter steckt. Das ist doch schon wieder angenehm. Hm? Genau, und ich würde mich dem nähern und Handschuhe ausziehen und mal spüren, ob das, was Botwar gesagt hat, wahr ist. Du fühlst vorsichtig. Auch wenn das Wasser warm ist, wenn es abkühlt, wird es dir trotzdem zum Verhängnis. Es wird wahrscheinlich sehr heiß sein sogar. Du fühlst einmal an den Steinen oder du versuchst dich einem dieser Geysire zu nähern? Nein. An den Steinen. Okay. Du fühlst einen dieser Steine. Er ist jetzt nicht wahnsinnig kalt. Aber er ist auch nicht überragend warm. Was aber auf jeden Fall auffällt, ist, dass deine Hand nicht sofort irgendwie friert oder dass dir nicht sofort kalt wird an den Fingern. AKA, das ist definitiv über 0 Grad, dieses Gestein hier. Und mir würde Botwar zustimmen, zunicken oder bestätigen, zunicken. Ja. Ja, dann lass mal weitergehen. Irgendwer muss ja wohnen. Sieht man denn schon Anzeichen von Leben? Ihr schaut euch um. Vor euch ragt das Bergmassiv auf. In der halben Meile Entfernung, die ungefähr dieses Geysirfeld mit sich dann einmal bis zum Berg bringt, könnt ihr am Fuße des Berges zwar kein Dorf oder eine Siedlung ausfindig machen, dennoch aber weitere dieser Höhlen und ein Pfad, der den Berg nach oben führt. Scheint schon mal der richtige Weg zu sein. Und während wir dann weitergehen, würde ich in meiner Tasche ein bisschen kramen und ein altes Paket wieder rausnehmen und das aufmachen. Und die Blumen mir nochmal angucken. Du schaust dir die Blume an und du denkst dir, ja, ziemlich genau hier müssten diese Blumen eigentlich auch wachsen können. Wahrscheinlich aber vielleicht noch etwas höher gelegen. Du weißt, dass diese Geysire auch durchaus höher in den Bergen vorkommen können, vorausgesetzt ist, dass sie nahe genug am Kern des Berges, den du so zumindest in den Erzählungen kanntest, dann auch mit Wasser versorgt werden. Durch unterirdische Quellen kann so etwas doch durchaus beeindruckende Höhlensysteme hervorbringen. Wir müssen auch. Sag mal, Botwar, hast du. Wie finden wir jetzt Bodhi? Meine Hoffnung ist, dass sie. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, wie ich sie einmal hingebracht habe. Nicht direkt hier, glaube ich zumindest. Aber ich bin sie jetzt so von den Blumen begeistert gewesen. Und ich zeige dann nochmal die, die ich in der Hand habe. Ich denke, darauf wollte sie anspielen. Ich hoffe, dass wir irgendwen finden. Wenn wir sie nicht finden, kann uns vielleicht jemand weiterhelfen. Ich denke mal, sie wird sich rumerzählt haben. Bist du dir sicher, dass sie dann auch weiß, wann wir uns treffen? Also scheinbar gibt sie ein grobes Wo, aber woher soll sie wissen, wann? Sie kann ja anderen Leuten erzählt haben, wo man sie findet, falls jemand nach ihr fragt. Wann? Musst du nach ihr rufen, oder? Ich weiß es nicht. Wenn, dann würde ich es oben auf dem Berg probieren. Da hört man mich weiter. Der Schlitten knirscht über das Gestein. Ja. Ich guck noch mal den Berg hoch. Der ganze Berg ist auch ohne Eis. Ab einer gewissen Höhe beginnt das Eis wieder. Du weißt auch, dass diese Geysirfelder durchaus verteilt sein können. Dass hier eins ist, heißt nicht, dass es nicht woanders auch noch welche geben kann. Mhm. Es ist sogar recht wahrscheinlich, dass da du hier keine Vegetation entdeckst, dass deine Blumen, die du suchst, eher irgendwo auf einem weiteren Feld zu finden sind. Ja. Ihr nähert euch inzwischen allerdings eindeutig auch den Höhlenöffnungen.
Und ihr könnt alle mal eine Probe auf Sinnesschärfe machen. Ulfmir sieht nichts Ulfmir-mäßiges. Kurs 2. Kurs 4. Kurs 3. Kurs 4. Auch Kurs 4. Okay. Alle, die es zumindest mit Kurs 3 geschafft haben, sehen, dass dort vor einigen dieser Höhlen, die auf Bodennähe am Beginn des Berges dort sind, offenbar Gestalten liegen. Kleinere Pelzknäule gewissermaßen, aber auf die Entfernung inzwischen eindeutig zu erkennen als menschliche Wesen. Und ja, sie liegen dort. Eindeutig von den Steinen abzuzeichnen, durch die bräunlichen, im Gegensatz zu den grauen Erhebungen, und vor allem durch Arme und Beine, die in merkwürdiger Verrenkung teilweise doch schon recht abstrus anmutend dann an diesen Körpern zu sehen sind. In einem von ihnen steckt etwas, das auf die Entfernung auch tatsächlich bis zu euch hin glitzert. Was denn? Ja. Mhm. Was glitzert denn da? Ihr seht einfach nur eine Lichtreflexion gerade. Es scheint etwas Längliches zu sein, in dem sich das Sonnenlicht spiegelt. Sind das Leichen? Glaube schon. Ich kann zumindest kein Leben feststellen. Vielleicht sollten wir uns das ein bisschen näher anschauen. Ja, sollten wir. Aber bleib der vorsichtig. Direkt bei diesen Höhlen auch nach oben. Okay, ja. Vielleicht ist da irgendwas noch in den Höhlen drin. Wir müssen vorsichtig sein und am besten auch leiser. Gut. Ich fühle mich gar nicht gut dabei. Das sieht mir fast nach einem Hinterhalt aus, in den wir reinlaufen. Nun. Die Chancen sind schon durchaus hoch. Was für ein Hinterhalt könnte das schon sein? Ich meine, wir haben uns dabei. Und wir sind hier mitten im Nirgendwo. Also, bis auf diese eine Spur, vielleicht ist es einfach nur ein einsamer Wanderer. Oder ist eine ganze Sippe von Fjarningern oder Elfen. Seid auf jeden Fall bereit. Ja. Und Ulfmir, du siehst. Nimm ja. Siehst du was Gefährliches? Spannend. Ja, wenn ich was Gefährliches sehen würde, dann würde ich es ja schon sagen. Okay, ja. Mandariel zieht ebenfalls seinen Bogen und nockt einen Pfeil auf, ohne zu spannen. Vorsichtig bewegt ihr euch weiter vor. Als ihr näher kommt, seht ihr, dass es sich eindeutig um Leichen handelt. Lediglich aus der einen, die ihr dort aus der Entfernung mit dem glitzernden Ding gesehen habt, könnt ihr die Todesursache bereits auf die Entfernung feststellen. Ein gewaltiger Eissplitter ragt aus ihrem Rücken hervor. Was denn? Und bei den anderen erkennt Botvar dann schließlich, als er so nahe genug daran ist, dass ein von einer Kapuze befreites Gesicht zu erkennen ist, dass es sich allem Anschein nach ebenfalls um Fjarninger handelt. Ihr seid noch gute 20 Schritt von den Leichen entfernt, könnt jetzt aber inzwischen ausmachen, dass die Öffnungen der Höhlen eindeutig als Behausungen gedient haben müssen. Allerdings sind die einfachen Fellvorhänge beziehungsweise auch die durchaus mit beeindruckender Handwerkskunst geschaffenen Gitterstäbe, die vor einigen dort sind, aufgebrochen oder weggerissen worden. Gitterstäbe? Vor zweien waren Gitterstäbe. Und wurden alle, oder
Sind in allen noch Eisreste drin? Oder war das nur bei einer Person? Nur in dem einen. Aber du, als du näher guckst, siehst du, dass auf jeden Fall Löcher in allen drin sind. Ich denke, das waren 4/11, oder? So. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich gehe noch mal rüber zu der Person mit dem Eis in sich drin. Und ziehe dann den Eis, also den. Was ist das? Einfach nur ein Eisstiel im Grunde? Im Prinzip ein großer Eiszapfen. Okay. War die Leiche, als ich sie berührt habe, noch warm? Die Leiche ist ziemlich kalt inzwischen schon. Okay. Du untersuchst die Leiche etwas eingehender. Du siehst, dass die Felle der üblichen fjarningerischen Tracht entsprechen. Außerdem kannst du dort sehen, dass er einen Knochendolch bei sich führt, der offensichtlich aus Mammuthorn geschnitzt wurde und ziemlich spitz ist. Er scheint ihn in der Hand umklammert zu haben und vorgestreckt, fast so, als wäre er im Kampf im Rücken von diesem Eissplitter getroffen worden. Welcher elende Bastard hat denn die alle niedergeschlachtet? Und von hinten nicht, Mann. Im richtigen Kampf. Kalador blickt sich mal ein bisschen um, ob man irgendjemanden sieht in der Nähe. Du schaust so gut du kannst dich um. Abgesehen von den geborstenen, knöchernen Gitterstäben und den Fellen, die jetzt mehr schlecht als recht die Höhleneingänge dort dann verdecken, kannst du lediglich ausmachen, dass die Höhlen deutlich tiefer hereingehen. Kein Licht scheint mehr heraus. Insgesamt machst du ein gutes Dutzend Leichen aus, die hier verteilt vor den Höhlen liegen. Keine Seele, die zu sehen wäre, außer euch, die noch lebt. Vielleicht wollten sie ihre Ration, ihre Ressourcen. Ich denke, das war irgendein Gefangener. Ich würde mir dann nochmal die Zelle genau angucken. Ich meine, Wer würde es aufbrechen, wenn nicht die Gefangenen? Tja, ich würde mir auch die Zelle mal mit anschauen. Ihr geht zu der Höhle, vor der die Gitterstäbe gebrochen sind, und sieht da drin, dass auf dem Boden allerlei Unrat verteilt ist. Es hat fast den Anschein, als ob hier irgendetwas oder irgendjemand längere Zeit zugebracht hat, denn es riecht unangenehm, ob trotz der Kälte, nach Fäkalien und Urin. Außerdem befindet sich an einer der steinernen Wände mit einfachen, in den Fels getriebenen Haken eine Art Ledergestell, das ziemlich eindeutig, wie auch Bodvar dann feststellt, wahrscheinlich dem Fesseln von humanoiden Kreaturen gedient hat. Okay, also die Fjarninger haben hier irgendjemanden gefangen gehalten von einer anderen Fraktion oder einem anderen Stamm. Die sind hierher gekommen, haben die befreit. Bodvar, es ist schrecklich, dass hier so viele Leichen liegen, aber das ist nicht unser Kampf. Wir sollten weitergehen. Als Bodvar, offenbar auch Kalador und Njanfi in die Höhle getreten sind, stand Ulfmir mit Loja zusammen immer noch draußen. Ebenso Alrianrod und Mandariel. Und in einem Moment vernimmt Ulfmir und Loja ein Husten von Alrianrods Seite. Und als ihr euch zu ihm umwendet, seht ihr, dass aus seiner Brust ein schwarzer Pfeil hervorragt mit einer zackigen Spitze, die mit widerwärtigen Widerhaken versehen ist, und einem langen Schaft, der aus dem Rücken von Alrianrod hervorragt, als dieser in die Knie geht und auf dem Boden
mit den Händen sich abstützt. So. Hinterhalt! Bodwar, deck ihn! Ja. Ihr seid gerade in der Höhle. Ich würde dann auch nochmal zur Wand näher gehen und den Hammer ziehen. Mhm. Welche Richtung? Von wo? Ich würde die Richtung zeigen, wo ich vermute, dass der Pfeil herkam. Also man kann ja sehen, von wo er eingeschlagen hat. Mhm. Eindeutig aus Rückenrichtung von Arianrod. Arianrod keucht. Er hustet Blut. Was für Scheiße? Kalidor, du musst sofort. Verdammt, habt ihr gesehen, wo der Schuss herkam? Irgendwo daher. Runter, runter, Kopf herunter. Nymphi geht auch in Deckung. Ja, klar. In Deckung würde Kalidor mal rauslunzen. Steht der Wagen so, dass er uns potenziell Deckung bietet? Du kannst auf jeden Fall in der entgegengesetzten Richtung, aus der der Pfeil gekommen ist, hinter dem Wagen einigermaßen in Deckung gehen. Dann würde ich das tun. Also habe ich dann immer noch den Höhleneingang sozusagen im Blick, dass man immer noch Kontakt hat? Nein, dann hättest du den, also wenn du in die andere Richtung schaust, hast du den Höhleneingang nicht mehr im Blick. Der Schuss kam eindeutig aus Richtung Einöde. Und was macht Loja? Hier mit den anderen in Deckung. Okay. Du ziehst dich in die Höhle zurück oder gehst du auch hinter dem Wagen in Deckung mit Ulfmir? Hinter den Wagen. Hinter den Wagen, okay. Ja. Ulfmir späht in die Einöde. Weder siehst du ein Lebenszeichen, noch ebenso wenig wie die anderen irgendjemand, von dem der Schuss gekommen sein könnte. Mandariel, kannst du ihm helfen? Ich kann es versuchen. Was ist das? Ich muss das versuchen, den Pfeil zu brechen. Stütz ihn. Naja, lasst uns ein Stück weiter in die Höhle gehen. Er verliert verdammt viel Blut. Ihr zieht Alreanort gemeinsam in die Höhle rein, sodass ihr halbwegs in Deckung seid. Brich hinten die Federn ab, dann können wir ihn durchschieben. Okay. Und eins, zwei, drei. Los! Ein Schwall Blut bricht aus der goldenen Rüstung von Alreanrod mit hervor. Und ihr seht, dass der Pfeil ein ungefähr dreieckiges Loch vorne in der Rüstung hinterlassen hat. Außerdem ist das Material, mit dem geschossen wurde, pechrabenschwarz. Der Pfeil und die Spitze. Diese Spitze ist mit Zacken versehrt, die nicht nur als Widerhaken gelten, sondern auch auf beiden Seiten geschliffen sind, sodass dieser Pfeil mit einer leichten Drehung sich wahrscheinlich durch das Innenleben von was auch immer er trifft, in einer korkenzieherförmigen Bewegung dreht. Ach du Scheiße. Balsam Salabunde, Balsam Salabunde, beginnt Mandariel. Okay, also Kalidor nimmt sich geschossen. Ja, sieht so aus. Kalidor nimmt sich den Pfeil und möchte den mal untersuchen. Mhm. Könnte es dieser Firnelf sein, den du vorhin gesehen hast? Ich habe ja niemanden direkt gesehen, aber wäre möglich. Ja, aber deine Vermutung. Sind wir denn jetzt gerade, also können wir so, können wir uns hier safe verstecken oder kann jemand, wenn er rumzirkelt, uns noch treffen? Also, die Höhle ist halt offen. Ihr könnt theoretisch so weit in die Höhle reingehen, dass es komplett dunkel wird und ihr einfach im Höhleninneren verschwindet. Ihr seid gerade noch relativ im Höhleneingang, aber definitiv in Deckung aus der mutmaßlichen Schussrichtung. Der Schlitten steht noch draußen. Ihr habt lediglich euch jetzt alle zusammen in die Käfighöhle zurückgezogen. Die Käfighöhle ist ungefähr 6 Schritt tief. So ab 3 Schritt wird es ziemlich dunkel, da sie mit einer leichten Biegung in den Fels gehauen wurde. Okay. Okay, dann lass uns einfach alle zu einer Kante sehen und Boda, du stellst einfach diese Tür von Schild da in den Eingang und dann sollten wir jetzt safe sein. Das ist für einen Moment, aber die werden ja noch rausgehen. Also wir müssen noch irgendwann rausgehen. Ja, wir verarzten jetzt erstmal Alreanrod und dann gucken wir weiter. Ich guck da noch mal raus. Sind gerade alle drin? Nee. Ulfmir ist noch draußen, der hockt hinterm Schlitten. Und Loja da auch, oder nicht? Loja ebenfalls. Loja ebenfalls. Kommt am besten hier hin.
Ulfmir würde gucken, ob er auf dem Wagen was greifen kann. Und zwar würde er versuchen, Feuerholz zu greifen und dann schnell reinspurten. Auf Bodwas rufen würde ich auch schon los. Okay. Und ich würde mich. Ulfmir als erstes oder Loja? Ich denke Loja. Okay. Ich würde mich einen Schritt vor den Eingang stellen, damit man hinter mich noch reinlaufen kann, während ich den Schild vor mir habe, und würde mich hinter dem Schild verstecken. Loja rennt in den Höhleneingang und kommt wahrscheinlich ziemlich außer Atem dann hinter dem Gitter an und kann sich in der Biegung der Höhle in Deckung begeben. Ulfmir greift nach dem Feuerholz, zieht es ebenfalls nach oben und rennt ebenfalls los. Kann ich tatsächlich den Wagen auch schieben? Könnte ich den bis vorschieben? Du müsstest ihn aus deiner Perspektive halt entweder rumgehen, in potenzielle aus der Deckung raus, oder ziehen. Und das Ziehen über diesen Schotter würde auf jeden Fall gehen. Du müsstest dich allerdings dafür ziemlich in das Seil hängen, wofür du aufstehen müsstest. Nee, ich würde dann einfach nur so spurten. Okay, Ulfmir spurtet. Du rennst so schnell du kannst. Und als Bodwar, als einziger, der aus der Höhle gerade späht, es sei denn, Janfir ist ebenfalls nicht bei Alrenrod geblieben. Nee, ich bin auch noch in der Höhle. Okay. Wenn Ulfmir reingeht, würde ich auch langsam zurückgehen. Let me tell you what happens here. Okay. Ulfmir rennt los und Bodwar sieht einen schwarzen Blitz, der aus bestimmt 300 Schritt Entfernung mit einer gewaltigen Geschwindigkeit dort dann über die Einode flügt und direkt Ulfmirs Rücken trifft. Ulfmir, du spürst einen gewaltigen Stoß, der dich nach vorne reißt und einen beißenden Schmerz in deinem Brustkorb, als du 16 Schaden erhältst. Ich würde nach vorne stolpern und wahrscheinlich das Feuerholz dabei nach vorne verlieren. Ich würde zu ihm rennen, sein... Er hat es mitten in den Rücken bekommen? Er hat es präzise um ein Haarbreit wirklich... Den linken, aus der linken Brust vorne tritt auch eine Pfeilspitze heraus. Ja, ich greife seinen rechten Arm und ziehe ihn, während ich in die gleiche Richtung, aus der der Blitz kam, den Schild hochhalte. Du hältst den Schild hoch und Ulfmir in die Höhle. Ulfmir, du spürst mit einem seltsamen Gluckern, wenn du versuchst zu atmen, wie du relativ stark auf jeden Fall Probleme bekommst, zu sprechen. Nicht reden, ich glaube, das ist gerade schlimmer. Was habt ihr mit dem gemacht? Ihr meintet gerade abschneiden, irgendwas? Du musst hinten die Befiederung und die Spitzen abmachen und dann könnt ihr ihn durchbohren. Von wo wurde er beschossen? Von hinten, vom Rücken. Vorhin so, aussieht, hat man da hier gerade Zeit, die Blutung zu stoppen mit seiner Heilung, oder ist er noch mit Alrenrod beschäftigt? Ich bin auch beschäftigt. Irgendwas stimmt da nicht. Es ist nicht nur der Fall. Irgendwas brennt sich durch seine Adern. Sind die vergiftet oder was? Wahrscheinlich. Möglich. Also, das waren mindestens 300 Meter, die er geschossen hat. Durch so einen Schnee. Also kein Sturm, aber trotzdem. Dann ist das definitiv kein normaler Pfeil und kein normaler Bogen. Vielleicht eine Art Langbogen oder eine besonders starke Armbrust. Karl, hast du dir nicht gerade den Pfeil angeguckt? Was siehst du da? Du kannst mir nochmal genau sagen, auf was du bei dem Pfeil achten möchtest. Oder auf was du ihn, wie du ihn betrachtest, sage ich jetzt mal. Die augenscheinlichen Merkmale habe ich dir bereits beschrieben. Ja, du meintest, er ist schwarz und hat Widerhaken. Exakt. Genau. Und ich schaue nochmal extra nach, ob ich das Material erkenne, ob es mich an andere Pfeile erinnert und ob irgendwelche Runen oder Symbole drauf sind. Mhm.
Es sind tatsächlich keine Symbole drauf, aber was für dich auf jeden Fall augenscheinlich sehr auffällig ist, ist, dass der Pfeil sehr, sehr schwer ist. Und vor allem die Spitze ist auch an der geschliffenen Seite des Metalls, ist selber das gesamte Metall schwarz. Du bist dir nicht ganz sicher, was das für, also ob es genau das ist, was du mit schwarzem Metall assoziierst. So professionell in Metallurgie bist du wahrscheinlich nicht. Aber du kannst dir denken, dass es wahrscheinlich ein höchstwahrscheinlich dir mittlerweile schon etwas bekannteres magisches Metall ist. Und außerdem kannst du bei der Schussweite und bei dem, was du über Pfeile und für solche spezifischen Schüsse weißt, assoziieren, dass das sicherlich ein magischer Schuss war. Also, das sind ganz besondere Pfeile. Aber das kann auch keine normale Armbrust gewesen sein. Wer auch immer darauf schießt, nutzt auch Magie. Ah, super. Kalador würde die Pfeile wegstecken. Beide sind hinten jeweils gebrochen, ne, von den Gefieder. Also. Ja. Ulfmir guckt ein bisschen ungläubig auf die Wunde. Weil du hattest ja gesagt, das ist sozusagen Durchschuss. Ich halt die Wunde, so drücke drauf, weiß, dass es nichts bringt. Ja, wie kannst du ihn heilen? Ich denke. Ich weiß es nicht. Das sieht relativ komplex aus. Ich bin jetzt nicht der Meister in sowas. Wir haben sonst auch noch 3 Heiltränke. Dann gib ihm lieber den. Flößt den mal Ulf mir ein. Er hat irgendwas in der Tasche. Was? Ich gucke in seiner Tasche, was da drin ist. Da ist auch eine Fiole drin. Du meinst das? Mhm. Ich mach's auf, ich riech dran, riech ich Blut. Ja. Ulf mir! Nee, dann schütt ich's rein. Ich riech nämlich gleich schon wesentlich besser auf. Oh. Gute Riecherbord war. Bitte sag mir, dass das. Ich will's gar nicht essen. Später. Und insgesamt sehe ich wieder ein bisschen fresher aus. Mandariel, wie geht's Arianrod? Kommst du voran? Es geht. Es hat mich viel, viel Mandra gekostet. Was auch immer auf diesem Pfeil für ein Gift ist, seid vorsichtig, euch daran nicht zu schneiden. Es ist heimtückisch. Ihr passt besser auf. Ich fürchte, alleine dieses Gift könnte tödlich sein. Bist du dir sicher, dass es ein Gift ist? Es war auf jeden Fall auch ein Gift mit dabei. Fraglos. Okay, das ist gut. Ich habe da nämlich noch 3 Antidots rumliegen, der höchsten Stufe, und ich dachte, wir brauchen die nie. Naja, das ist okay. Schön. Noch eine Frage. Wir wollen jetzt zu dem Typen hin. Der ist 300 Meter entfernt. Bis wir bei ihm sind, hat er uns schon 5-mal durchlöchert. Nun, er ist da draußen in der Kälte, oder? Also ich habe gehört, also uns wurde auch immer gesagt, 4 Elfen können da stundenlang bleiben ohne Probleme. Meinst du nicht, ihr habt sogar eine Stadt hier im Norden gehabt? Ja. Die war bestimmt bei Heizboot, war. Aber ehrlich gesagt, diese Pfeile sehen mir nicht nach 4 Elfen aus. Was glaubst du denn? Eisgoblins? Vielleicht. Oder wir sind doch schon mal den Chakagra begegnet. Jan, erinnerst du dich? Sind wir das? Ja. Bist du sicher, dass das nicht du allein warst, ohne mich? Nein, ich erinnere mich auch. Was sind denn Chakagra? Dass ihr nicht zu zweit ohne mich auf diesem Abenteuer wart? Also, vielleicht. Jedenfalls wart ihr nicht mit mir auf diesem Abenteuer.
Ariandrot, ich glaube, du halluzinierst. Aber gut, vielleicht warst du da nicht dabei. Ah! Möglich. aber auf jeden Fall sind wir diesen Chakagra begegnet. Es sind, naja, Elfen, die dem Namenlosen dienen, soweit ich das verstanden habe. Und die wohnen auch hier oben im Norden. Sind das auch Vampire? Ach, genial. Ich glaube nicht, nee. Ach, scheiße, okay. Wie lange hat es gedauert, bis der Pfeil, nachdem er abgeschossen war, ankam? Unnormal schnell. Kein Pfeil, den du jemals gesehen hattest, hat sich so schnell fortbewegt. Schnell genug, um noch ein Schild dazwischen zu ziehen, nachdem ich das sehe, wenn es vor mir ist? Wenn es wirklich auf diese gesamte Distanz passiert, hast du vielleicht eine Chance. Okay. Aber sobald es halt dichter dran wäre bei der Geschwindigkeit, wird es schwer. Ja. Ja, okay, dann also... Ich dachte, alle Götter sind abgeschnitten. Der Namenlose kann doch gar nicht den Leuten hier Bescheid geben, dass wir seinen Denkmälern irgendwie hinterher sind, oder? Außerdem ja, dachte ich, das sind Festukams Denkmäler. Ja, vielleicht hat ja auch Festukam ein paar von denen übernommen. Ja, okay, das würde Sinn machen. Prima, und wie werden wir den jetzt los? Oder sie machen es aus freien Stücken. Wie dem auch soll. Ist eine gute Frage, wie werden wir ihn los? Also ich sehe ihn nicht. Oder ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Ich habe auch nur den Pfeil gesehen. Ich bin mir recht sicher, der schwingt die Hufe, sobald wir in seine Richtung kommen. Vielleicht müssen wir ihm irgendwie eine Falle stellen. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher. Bodvard, dein Schild ist doch so groß, dass du dich praktisch dahinter verstecken kannst. Warum gehst du nicht ganz langsam raus und gehst ganz langsam in seine Richtung und Kalador und Mandariel machen sich unsichtbar und flankieren und schießen ihn dann ab, sobald ihr ihn seht? Er hat aber schon längst seine Position gewechselt. Ja, ich denke auch. Und ja, aber er sieht ja nur Bodvar. Ja, aber Bodvar sieht ihn nicht. Ja. Was machst du, wenn Bodvar erschossen wird? Seite. Scheiße. Die Sache ist, also ich kann getroffen werden, wenn ich das Antidot hab. Und jemand den Pfeil sehr schnell rausziehen kann und wir noch einen Heiltrank da haben. Unangenehm, aber geht ja noch. Aber ganz im Ernst, ich weiß nicht, aus welcher Richtung er kommt. Und wir wissen nicht, wie wir es hinbekommen, dass ihr nah genug kommt. Okay, und was ist die Alternative? Hat jemand eine Alternative? Im Notfall müssen wir es so machen. Ich könnte... Also, Potwa, vielleicht... Wir müssten wissen, wo er jetzt ist. Dann könnte ich an deinem Schild vorne ein blendendes Licht erschaffen, das mit dir mitgeht, an deinem Schild. Das könntest du nutzen, damit er nicht wirklich auf dich zielen kann, weißt du? Und du könntest rangehen. Das ist eine gute Idee. Wie lange hält das blendende Licht? Stunden, wenn ich will. Oh, okay. Ja, Alernerot meinte doch, er hat eine Möglichkeit, um zu helfen, damit man durch den Schnee sehen kann. Kann er das auch nutzen? Weiß ich nicht, aber Alernerot, ich glaube nicht, dass er so schnell wieder auf den Beinen ist. So, nee, es ging mir darum, ob er das vielleicht nutzt. Vielleicht nutzt er ja kein normales. Warum nutzt Ulfmir eigentlich nicht seine Sicht? Weil ich ihn nicht sehe. Wie, du siehst ihn nicht? Während Ulfmir gerade sich noch einmal versucht, konzentriert umzublicken, spürt er, wie er insgesamt 7 Schadenspunkte erleidet und deutlich schwächer wird. Irgendetwas brennt in der Wunde, die gerade eben von ihm noch mit seinem Bordmittel geflickt wurde. Aber trotzdem merkst du, dass irgendwie es nicht ganz verheilt ist. Zumindest fühlt es sich so an. Und von da aus sich ein schleichender, lähmender Schmerz ausbreitet. Guck mal an. Ach scheiße, wir haben dein Gift gar nicht behandelt, ne? Moment, ich hol mal die Antidots raus. Hier sind 3 Stück. Ist das wieder aufgegangen? Keine Ahnung. Gib mir die Wunde her. Dazu müsste Jobel entkleiden.
Da gibt es nicht irgendwie ein Einschussloch in seiner Kleidung? Es gibt ein Einschussloch tatsächlich, ja. Ja. Du schaust durch das Einschussloch, so gut es geht. Du siehst, dass Ulfmirs Fleisch darunter zwar geschlossen ist, aber schwarz. Fast schon nekrotisch. Mir, irgendwas ist da nicht richtig. Du bist auf jeden Fall auch vergiftet. Ja, Nervi, wir brauchen dein Gegengift. Das Antidot, schnell. Ja, hier. Eins. Danke. Und wir willst trinken. Trink vielleicht nur die Hälfte, vielleicht. Nur die. Es war ein bisschen Alkohol drin. Ein Schluck übrig. Wie bitte? Hier ist noch ein Schluck übrig. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, aber. Wenn es die Stärksten sind, dann reicht vielleicht für das Gift nur ein halber, keine Ahnung. Ist es besser oder musst du den Rest auch noch trinken? Du merkst auf jeden Fall, wie das Brennen abnimmt und schließlich dann verbleibt. Es ist schon, weiß ich noch nicht, schon besser auf jeden Fall. Okay, also die Hälfte reicht gegen das Gift, ja? Ja. Gut. Gut. Haben wir zumindest noch ein bisschen mehr. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Und die Höhle endet hier? Ulf, mir guckt sich erst. Diese Höhle endet hier explizit, ja. Ja. Ich halte mal den Schild weiter, sodass nichts passieren kann. Hoffentlich. Zumindest er nicht gut treffen kann. Mandariel, wie weit bist du? Ich habe ihn einigermaßen stabilisiert, aber. Wenn ich weiter meinen Mandra dafür verwenden soll, fürchte ich, gehen mir die Optionen aus, halte ich es anderweitig vielleicht noch einmal brauche. Aber erst soweit erst einmal wieder, nun ja, außer Lebensgefahr. Das Gift allerdings, es hat schwer an ihm gezogen. Und das war es auch, was trotz meiner schnellen Reaktion auf die Wunde den Großteil meines Mandras dann schließlich aufgebraucht hat. Wirkt das Gift immer noch bei ihm? Nein, ich konnte es neutralisieren. Okay. Denkst du kannst dich auch unsichtbar machen? Ich könnte es versuchen, allerdings fürchte ich, es ist, es kommt darauf an, was ich dann tun soll damit. Gleich wie Kaldor. Ist eine sehr schwierige Möglichkeit, aber wir könnten ihn damit rauslocken und ihr greift ihn dann an, während ich mich dahinstelle und getroffen werde. Also, wenn er wirklich 300 Schritt entfernt ist, dann muss ich auf jeden Fall auch noch ein Stück näher ran. Ihr Boot war für Notfälle. Kannst du Kalan mitnehmen? Wenn du genau das Wort sagst, dann und den Knauf berührst, dann heilt es dich. Gerne, danke. Und ich pack's mir dann irgendwo in den Gürtel noch mit rein. Ja. Hodwa steckt sich Kalan ein und Nimya schaut einmal zu Alreanrod und zu Mandariel und dann auch zu Hodwa. Ich könnte versuchen, auch mit dir zu kommen und mit meinem Bogen euch zu unterstützen. Ich kann vielleicht nicht 300 Meter schießen, aber zumindest werde ich in der Lage sein, auch noch weitere Feuerunterstützung zu geben. Und während Kalidor vielleicht nachlädt, dann noch weiter zu feuern. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also, kannst du dich unsichtbar machen oder kann jemand dich unsichtbar machen? Das ist eine sehr gute Frage, ob ich diesen Zauber auch gelernt habe. Also ich kann wahrscheinlich ein paar Treffer nehmen, auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft wird und unangenehm. Aber überleben werde ich es schon. Also ich hoffe, dass wenn wir den Plan mit dem Licht an deinem Schild umsetzen, vielleicht der Züge und der Schütze zu geblendet sein wird. Mhm. Ich könnte mich hinter Botwa verstecken. Und zumindest, wenn wir auf ein paar Meter ran sind, naja, entsprechend springen. Könntest du nicht, also ich meine... Stimmt, kannst... Wenn du sollst...
Also, ja, wie Botwa versuchen wollte auch zu sagen, als wenn du so in dieser Nebelgestalt herumhuscht, meinst du nicht, du würdest dann schnell rankommen? Ich werde schnell rankommen, aber 300 Meter ist eine ganz schöne Distanz. Ja. Aber... Und wenn ich nicht weiß, in welche Richtung, das verbraucht auch Energie. Ich würde mal vermuten, dass sobald wir da rausgehen, wieder auf uns geschossen wird. Ich würde zumindest ein paar Meter mich ranschleichen wollen, bevor ich mich aufs Ziel konzentriere. Aber jetzt nicht. Sehe ich ihn gar nicht. Denkst du, du kannst ihn sehen, wenn du näher gehst? Oder sind die vielleicht schon tot? Kannst du deswegen nicht sehen? Ich hatte das Gefühl, dass ich gar keine Energie wahrgenommen habe. Keine Lebensenergie. Was ist bei Untoten? Kannst du es da sehen? Na, Untote sind untot. Na, du... Ja. Deswegen ist die Frage, vielleicht sind sie ja untot. Ja, würde ich denn nicht sehen. Kannst du auch durch so einen Unsichtbarkeitszauber durchgucken? Ich habe es nie ausprobiert. Du kannst ja gleich drauf achten, wenn Kalidor rausgeht und sich selbst unsichtbar macht. Aber ich müsste sie eigentlich sehen. Nur für mein Verständnis. Gibt es über uns einen Überhang? Nein, der Berg geht eher schräg nach hinten weg. Also einen knappen Überhang ja, aber nicht doll. Okay. Und davor hat er komplett aus der anderen Richtung angegriffen, nicht vom Über- oder hinter dem Überhang her. Nein, der hat komplett aus der Ebene angegriffen. Okay. Okay, ich habe jetzt ein Antidot. Ich habe jetzt das Schwert. Kann mir noch jemand den Namen sagen? Ich habe es wieder vergessen. Was meinst du? Namen vom Schwert, um mich zu heilen. Ach, ich glaube Kalan. Ah ja, das hört sich gut an. Gut. Gut. Dann versuche ich mich nach draußen zu schleichen und du kommst auch raus und ich lasse dann das Licht auf deinem Schild erscheinen. Ach so, das kannst du aus der Entfernung machen. Nun ja, aus ein paar Metern, ja. Ja, ich denke mal, dass er noch irgendwo in der Ebene ist. Wenn er durchgängig auf uns zielt, kann er nicht allzu weit entfernt sein von dem bisherigen Punkt. Würde mich hinter den Wagen schleichen und dann Ausschau halten und dir helfen. Haben wir was von den Feuerholz? Ich glaube, das ist noch im Schnee. Ich habe es nicht geholt. Wir könnten ihn auch nur versuchen herauszulocken, indem ich nur das Feuerholz hole. Dann denkt er auch nicht, dass wir ihn angreifen wollen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Vielleicht. Ich könnte mich ja trotzdem rausschleichen, um versuchen, ihn zu entdecken. Ja, genau. Und wenn du ihn entdeckst oder eine Richtung ausmachst, kannst du ja auch versuchen, ihm nachzustellen. Und ich komme dann in, keine Ahnung, 2 Minuten, 3 Minuten raus. Wir können ja irgendeine Uhrzeit ausmachen. Okay. Also soll ich dann das holen? Du machst dich unsichtbar und machst dich auf den Weg zu ihm. Und nach 3 Minuten komme ich auch nochmal raus und gehe in die Richtung, aus der ich angeschossen wurde. Ja, aber Botwell, du gehst nicht alleine. Du hältst das Schild. Ich greife das Feuerholz. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre. Eine Rüstung prallt, kann einiges abprallen. Und du wurdest schon einmal getroffen. Sieht Ulf mir so aus, als würde es ihm einigermaßen schlecht gehen. Ulf mir geht es eigentlich besser als vorher. Okay. Weißt du was?
Du solltest vielleicht auch wissen, wo er ist, dann kannst du auch helfen. Und deine Nebelform sieht man wahrscheinlich bei dem Schnee gar nicht. Welche Farbe hat die nochmal? Schwarz. Neblig. Nee. Naja, solange du dicht über dem Boden bleibst. Ja. Also ich glaube, dass Ulf mir nicht mal weiß, was seine Farbe ist, weil ich meine, er sieht es ja selber nicht. Jo. Na gut. Dann schleiche ich mich jetzt erstmal zum Wagen. Ja. Viel Erfolg. Okay. Kalidor schleicht sich nach draußen. Kalidor macht erstmal einen Chamäleoni mit verdoppelter Zauberdauer. Alright, Kalidor macht erstmal einen Chamäleoni mit verdoppelter Zauberdauer. Und ASP sparen. Intuition, Charisma, Gewandtheit. Okay. Ja, das ist ein Kurs 4. Und dann würde er nach draußen schleichen mit seinem Bogen in der Hand. Genau das tust du. Und du kommst beim Wagen an. Auf die Distanz brauchst du auf Geräusche nicht sonderlich zu achten. Zu sehen bist du jedenfalls in dieser Einöde und unter dem gleichförmigen Hintergrund so gut wie gar nicht. Beziehungsweise einfach nicht auf die Entfernung sicherlich. Rutwa folgt. Ich warte so ein paar Sekunden. Und nach 5-10 Sekunden würde ich dann rausgehen mit erhobenem Schild Richtung runtergefallenem Feuerholz. Und ich würde halt noch genug Platz lassen, damit Ulf mir hinter mir noch gehen kann. Sofern Kalidor keinen Firnlauf hat, sinkt er eindeutig im Schnee ein und hinterlässt Fußspuren im Schnee. Deshalb ist er auch beim Wagen stehen geblieben. Alles klar. Bis dahin kann aber Botwar eindeutig die Fußspuren verfolgen. Ulfmir puschelt sich an Botwar und drängt hinter ihm nach. Okay. Ihr bewegt euch so dann, nachdem Botwar den Wagen erreicht hat, vorwärts. Wir müssen gar nicht bis zum Wagen, also halbe Distanz reicht ja schon. Ich hatte ja schon ein paar Sachen bis zur Hälfte getragen. Aber er hat immer noch nicht geschossen. Es ist kein Schuss gefallen. Okay. Ich glaube, wir müssen noch weiter, um ihn rauszulocken. Hallo. Auf zum Wagen, würde ich sagen, oder? Ich würde auf halber Strecke, sollten wir an den Holzscheiten vorbeikommen, die ich vorhin fallen gelassen habe, würde ich die schon greifen und Richtung Höhleneingang werfen. Du greifst sie und wirfst sie grob in Richtung Höhleneingang. Sie bleiben ungefähr 3 Schritt vor dem Höhleneingang stehen. Liegen, nicht stehen. Ihr geht weiter auf das offene Feld hinaus. Zum Karren. Zum Karren. Ihr seid beim Karren. Der Karren ist ziemlich auf offenem Feld, ja. Ihr seid beim Karren angekommen. Okay. Dann was brauchen wir noch? Und ich greife auch irgendwas einfach. Was noch drauf ist. Wahrscheinlich einfach Fett und Lampenöl. Ja, ich glaube, ich greife blind rein und nehme das Erste, was ich finde. Dann wieder zurück. Warum schießt du nicht? Seid vorsichtig. Er geht am besten irgendwie rückwärts und guckt, dass ihr nicht getroffen werdet. Ja. Bleibt schön hinter dem Schild. Ich bleib hier und schaue Ausschau. Wir kommen gleich wieder. Alter Ausschau, ja. Und ja, dann bringen wir das langsam zurück. Was lag noch so auf dem Wagen, was ich jetzt hätte greifen können? Dörrobst. Zelt. Zelt. Stimmt. Nee, ich würde dann Essen mitnehmen. Okay. Du nimmst Essen mit, ihr bringt es zurück zur Höhle. Kalidor bleibt alleine dort beim Wagen stehen. Du kannst in der Entfernung genau spähen und vielleicht sogar dort in der weiten Entfernung in 300 Schritt eine Schneise im Schnee ausmachen, sollte dir eine sinnesscharfe Probe gelingen. Schauen wir mal, ob sie das tut. Fairerweise, sie müsste dir wenigstens mit QS4 gelingen. Ja, nee. Wobei? QS4, ja.
Du siehst dort, dass sich offensichtlich fast schon in einer U-Form, die langsam wieder verweht, ob der Zeit, die ihr inzwischen diskutiert habt, die Spur wieder wegbewegt hat von euch und sich dann in der Entfernung verliert. Okay. Kalidor schaut weiter, ob er irgendwo anders die Spur wieder quasi, also quasi einen neuen Punkt sieht. Scheint nicht so. Sie geht dann so weit weg, dass du sie nicht mehr sehen kannst. Dann wartet er da. Irgendwann kommen offensichtlich Bodvar und Ulfmer wieder. Und? Was gefunden? Ich kann da hinten, ganz in der Entfernung, kann ich Spuren sehen. Aber anscheinend, wer auch immer dort war, hat sich wieder entfernt. Ich weiß nicht, ob derjenige jetzt nur einen neuen Platz sucht oder uns erstmal in Ruhe lässt. Ich provoziere ihn mal, würde ich sagen. Ey! Ey, du Ficker! Und das rufe ich auf Torwallisch. Was soll er wünschen mit uns? Hau ab und lass uns in Ruhe! Diese Worte verhallen über die Ebene. Nicht.